Ja, da sind wir und ich sehe gerade das Spiel auch gar nicht erkannt. Das läuft super. Ah, jetzt ist es erkannt. Oh, na dann. Ja, hört man uns oder sind wir nicht zu hören? Dein Einsatz. Wie, wo, was? Einsatz von was? ja, total. Ah, Mist. Ja gut, falls irgendwas an der Lautstärke ist, einfach Bescheid geben. Wir versuchen uns drum zu kümmern. Also ich versuche es. Ja, sowieso. Geht's euch denn allen gut heute? Es ist gut, dass man es hört. Ja. Ich bezweifle gerade, habe ich die richtige Latenz eingestellt? Ja, habe Was ich. hast du gesagt? Ich musste mich gerade einwählen. Ich musste kurz husten. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich die richtige Latenz eingestellt habe, weil die Nachrichten gerade so ausgesehen haben, als würden die zu lange brauchen, bis wenn da was ankommt. Ja, Aber ja. Ja, wir haben uns heute hier versammelt. Nein, Spaß. ja, um nicht so hässliche Leute anzugucken. Also, Ah, so ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt neben dir so stehen, so das ist mir irgendwie unangenehm. ja, ich rieche vielleicht gerade noch ein bisschen. Der könnte auch sein. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen, aber. Ja, du kannst ja noch mal näher kommen, dann kannst du. Nee, du, nee, lieber gehe ich weiter weg. Ja, dann. Ja, was ist genau der Plan? Was heute der Plan ist, ich würde sagen, wir bauen die zweite Etage von Bob Cobble. Vom neuen Bob Cobble. Noch. Auch noch? Hast du noch mehr geplant? Nee, ich dachte, das wäre es gewesen. Ach so. Ja, okay, wenn jetzt, wenn du es so erwähnst, Wer hat sich also. sowas einfallen lassen? Ja, weiß ich nicht, also. Ne, wir können natürlich auch mit den Kisten hier anfangen, aber ich wäre für eine zweite Etage. Ja, schon irgendwie. Wäre auch irgendwie lieber, ehrlich gesagt. Ja. Ich muss Ja. mich mal anders hinsetzen können. Falls wer den letzten Stream nicht. Ja, falls jemand den letzten Stream nicht gesehen hat, schäm dich. Hey, ja. Ja, was denn? Dieses Vielleicht haben die Personen auch einfach nur nicht die Zeit dazu gehabt. Du meinst, die Person hat keine Zeit, 2 Stunden 20 uns zuzuhören? Ja, wir labern doch eh nur Scheiße, also. Auf doppelter Geschwindigkeit wenigstens. Na, dann dauert es immer noch lange. Hast du auch wieder recht. Ja gut, aber wie ihr seht oder wie ihr nicht seht, weil ich mich jetzt gerade erst bewege, das haben wir im letzten Stream gebaut. Und heute kommt die zweite Etage von Bob Cobble. Irgendwie habe ich heute eher Lust, dir zuzuschauen beim Bauen, als selbst zu bauen. Der war so klar. Also, du hast immer mehr Lust eigentlich zuzuschauen als zu bauen. Ja. Ja, jetzt reg dich da mal Irgendwo hast raus. du auch recht. Irgendwo? Ich glaube, ich habe ziemlich genau recht. An sich die Kolben, kommst du mal kurz runter? Ja, ich bin auf dem Weg. Es wurde gerade wegen den Kolben gefragt, ob die Ah. einen Sinn haben oder nur Deko sind. Also im Ende, also an sich sind sie nur Deko, aber wir müssen noch mal was an den Pistons ändern, also die noch mal umsetzen ein bisschen, weil das so gemacht werden soll, dass die indirektes Licht verursachen. Also um ein Beispiel mal zu geben, ich zeige das Beispiel mal kurz im Game Mode. Dafür, lass uns mal kurz rausgehen dafür. Okay. Kann ich Ihnen das jetzt am schnellsten zeigen? Das Am ist. besten einfach gehe ich. Oh, hier sind. Oh, hier ist eine Höhle. Du hast deine Von oben. Streamaufgabe gefunden. Da kommt das hin, da kommt der Pisten hin. Da bin ich lost.
Rein theoretisch müssten da der Glossern oder sowas hinkommen. Dann müsste man bei Nacht sehen, dass das Ganze indirektes Licht wirft. Beziehungsweise auch nochmal, hoppsala, das war die falsche Taste, F7 war es. Hier, also hier sieht man es jetzt nochmal mit den Not Enough Items, Lichtlevel Sachen, das hier halt, wo keine gelben X auf dem Boden sind, da ist ja mehr Licht, wenn du den Gloss jetzt mal weghaust, kann man das nochmal zeigen. Und auf einmal sind hier überall X, weil kein Licht mehr da ist. Das ist so der Trick dahinter. Jetzt mache ich diese gelben Linien immer wieder aus, weil die nerven gerade. Ja. Durchaus. Ja, das ist an sich der Sinn von den Pisten. Ja, die sollen halt einfach nur indirektes Licht verursachen. Ja, Wollen wir mal anfangen, irgendwie ein bisschen zu bauen, produktiv zu werden? Produktiv zu werden? Hast du etwa heute noch was vor? Naja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es relativ langweilig ist, uns beim Rumstehen zuzuschauen oder sowas. Ja, okay, ich mache jetzt keine Umfrage, was die Leute mehr sehen wollen, uns beide wie blöd rumstehen oder ob wir bauen. Haben wir denn aber irgendwo Cobblin? Ja, wow. Zwei Stacks und sechs Stück. Ich glaube, die war ich letztes Mal zu vorwegzubringen. Ich glaube, das waren meine. Ach, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich nehme sie mir wieder. Tun wir dann mal frischen Kobbel, damit wir da weiterbauen können. Ja, ich gehe auch mal zu Kobbel. Denn Kobbel wird mal wieder an was benötigt und da bist du drin. Jetzt denke ich mir den Rest daraus. Ich gehe ja schon. Hello. sah gerade göttlich aus. Habe ich dich so komisch angeguckt, oder? Ja. Darf ich dich nicht mal schief anschauen? Du schaust immer schief. Irgendwas. Irgendwo stimmt das auch wieder. Warum bin ich denn jetzt oben gelaufen? Ich kann einfach Home machen. Beziehungsweise wir haben ja hier auch schon einen privaten, also nur für uns beide freigegebenen Warp gesetzt. Ja. Den hätten wir auch nutzen können. Ja, wie beim letzten Mal auch, nutzen wir natürlich hier auch wieder unsere geliebte Schematica-Mod. Obwohl, ob sie geliebt ist, ist eine andere Sache. Aber, ja, wie man hier sieht, wir müssen erstmal eine komplette Decke mit Cobble ziehen. Ich weiß, was ich angeklickt habe. Und dann kommen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Glossons, glaube ich, rein diesmal. Nicht nur 3. Magst du die direkt mal reinsetzen oder soll ich mir jetzt erstmal Glossons holen und die Glossons da reinsetzen? Ja, ich gehe im Glossons mein Zimmer die Glossons erstmal da rein. Bin ich sozial von dir? Ja, ich weiß, ich habe halt meinen sozialen. dazu wollte ich mir noch eine Spitzhacke holen, die Behutsamkeitsspitzhacke. So. Gut, jetzt habe ich nicht geguckt, wo ich hinlaufe. Bin ich da hängen geblieben kurz und ein Hänger. So. Während du da so verleißig bist, hat der Chat schon irgendwas Interessantes geschrieben? Ja, ob es einen Sinn gibt, war das Spawnproof zu machen, auch wenn in Hogwarts an sich nicht spawnt. Es dient einfach nur der Beleuchtung für die Leute, dass es nicht komplett dunkel in dem Ding drin ist. Also hat relativ wenig mit Spawnproofing zu tun. Also der ist bei weitem nicht spawnproof. Wenn man hinter mal durchgeht, wenn der fertig ist, dann wird man sehen, dass der bei weitem noch viele dunkle Ecken hat. Wie gesagt, nur damit die Leute nicht im Dunkeln da drin laufen, weil hier kommt ja auch nochmal eine Decke drauf. Ja. Mehr Glossons kann ich hier nicht verbauen, ich muss mit Koppel weitermachen. Hier kommt dann Treppenstufen noch hin. Aber ich mache das wieder aus. Das war sehr, sehr intelligent von mir. Rückwärts zu laufen und Koppel zu setzen und dann runterzufallen. Ja, das habe ich letzten Stream auch schon gebracht. Ah, na dann. So,
So, und jetzt. Es ist krass, ich habe an drei Stellen den Chat offen und ich habe nicht die Möglichkeit, bin nicht in der Lage, irgendwie mal kurz den Kopf woanders hin zu machen, ohne runterzufallen. Genau. Ah, frag, wie es uns denn geht. Ah. Ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Und fang ruhig du an. Ja, ich denke. Ja, nee, eigentlich müsste ich anfangen mit ich weiß, weil ich denke. Es, ja, ich denke, dass es mir gut geht. Nein, ich denke. Oh Gott, warum fängt man immer mit ich denke an? Das ist doch schrecklich. ja, also ich weiß, dass es mir heute ja in Ordnung geht. Ist halt ein ganz normaler Tag. Ein bisschen Stress jetzt noch gehabt, dass wir pünktlich auch hier sind alle. da kam mir leider noch was dazwischen, aber ich habe mich beeilt und bin rechtzeitig wieder hier. Und ansonsten war der Tag eigentlich ganz gut. Und deiner? Hat jetzt nicht großartig beantwortet, wie es dir geht, aber... Ja, keine Ahnung, was soll ich denn sagen, außer mir geht's gut. Ja, geht's dir gut, geht's dir schlecht? Geht's dir mehr? Bist du zum Rasenmäher? Nee, habe ich heute keine Lust drauf. Ja, ich würde sagen, es geht mir gut, ja. Wenn dir das... ja, besser passt. Das wollte ich doch hören. Ja, und wenn ich jetzt gesagt hätte, hätte mir geht's schlecht, dann hättest du das Gleiche gesagt. Ja, dann hätte ich gesagt, unlucky oder sowas. Ja. Aber ich kann mich auch nicht beschweren, bis auf ein bisschen eventuell einen Husten am entwickeln, aber also eine Erkältung am entwickeln, aber sonst geht's mir eigentlich auch gut. Ja, hoffen wir, dass du gesund bleibst. Oh ja, hoffen wir es einfach mal. Also nachdem ich jetzt letztens am Wochenende auf dem Stadtfest war, bin ich mir da halt echt nicht mehr so sicher. Aber positiv bleiben, ne? Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Wo mein Hoodie ist? Welcher Hoodie? Eine Frage, keine Ahnung. Weiß nicht, was du meinst. So, dann weiter habe ich noch nebenbei irgendwas zum Chat entdecke. Ja, ist ja deutlich besser da drin, in den Chat noch zu gucken. So. Gibt es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt eine Frage oder sowas ist. Aber hier wurde geschrieben, gibt es nicht für Dagi irgendwelche oder irgendeinen Mod für 1.7.10, womit man bessere Geheimgänge bauen könnte? Man nennt. Es ist kein Mod, aber man nennt es liebevoll Redstone. Damit wäre es besser möglich. Ja, es ist so. Was man mit Redstone alles bauen kann, das ist krass. Du denkst an was Bestimmtes. Ja, vielleicht ganz klein wenig. Ja. Ach so, der Hoodie. Ja, der liegt, glaube ich, in irgendeinem Rucksack in meiner Ender-Chest. Oh, und Redstone in 1.7 geht eigentlich auch vollkommen klar, also. Das ist noch, gehört noch zum wahren Redstone, sagen wir so. Ist so. Nee, nicht so diese Observer-komischen Sachen da, die es ab der Version gibt, wo es Observer gibt. Ob es war 1.9 oder 1.10 oder sowas, ich weiß es nicht. Ich würde an 10 tendieren. Oder war das schon in der 1.11 drin, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wann Observer hinzugekommen sind. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, seit es Observer gibt, haben die vieles irgendwie ein bisschen vereinfacht, was irgendwie früher, ja. Ein bisschen komplizierter war auf jeden Fall. Ja. Aber du kannst halt auch viel besser die irgendwelche Schaltungen komprimieren. Ja, das ist natürlich wahr. Aber
wenn du mit den alten Redstone-Sachen ohne Observer noch zurechtkamst, dann ey, würde ich einsetzen. Dann ja, ist es, glaube ich, ganz gehörst du zu den alten Hasen, die mit Redstone arbeiten können. Würde ich mal so sagen. Ohne das zu wissen. Ja, also Redstone ist jetzt nicht ultra schwer zu verstehen, meiner Meinung nach zumindest. Ja, ich glaube, wir haben da ziemlich die gleiche Meinung. Genau. Ich sag nur mal, dass wir ein Projekt hatten, wo sehr viel um Redstone ging. Oh ja. Ja, das könnte man vielleicht mal irgendwann in einem Stream zeigen. Du Scheiße, das willst du in einem Stream mal zeigen? Au. Ja, das ist bestimmt lustig. Ja. Die Essensfarmen, die dein ganzes Spiel komplett zum Längen gebracht haben. Haben wir noch eine Version mit dem Hotel? Dann können wir das natürlich auch noch zeigen. Oh ja, das könnte auch sein. Wenn nicht, haben wir, glaube ich, bestimmt noch irgendwo eine Testwelt oder die Testwelt rumliegen, wo das Hotel teilweise existiert. Ja, stimmt. Aber der Testwelt war das nicht das Problem, es war nur in der Hauptwelt das Problem. Ja, das war nur in der Hauptwelt, dass, wenn du zu schnell zum Hotel geflogen bist, dass dein ganzes Game gecrashed ist. Ja, das waren Zeiten. Ach ja. So gut. Ja, die Ebene ist fertig für meinen Schluss für heute. Ja. Nee. Wir machen natürlich noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen wieder eine ganze Menge Slabs, oh no. Ja, ich zeig mir erstmal die nächste Ebene Was an. Was haben wir denn noch so im Chat gehabt? Irgendwas übersehen? Wir sind wieder viele Glowstones. Wie sind wir aufs Programmieren gekommen? Frage. Oh Gott. Das soll man noch wissen? Viel zu lange Geschichte wahrscheinlich auch wieder. Müssen wir uns länger drüber Gedanken machen. Also ich kann sagen, dass ich halt immer schon technisch interessiert war. Natürlich. Und ich habe halt. Ich weiß nicht, ob da, wo wir uns kennengelernt haben, dass der Auslöser war, weil da konnte ich ja noch nichts eigentlich. Das ist eine gute Frage. Also es könnte da... Wann haben wir denn da begonnen? Ja, an sich, das muss 20... 15 haben wir letzten Stream gesagt, kennen wir uns. Und wenn wir uns seit 2015 kennen, Dann irgendwann da so in dem muss Zeit das da kommen. Sein. Und ich meine, 2015, ich sag mal, da haben wir noch bis Ende 2015 was zusammen gemacht. Dann hatten wir irgendwie längere Pause, wo wir dann erst später in der Glowstones sind, im Original. Keine Ahnung. Sieht so aus, hier, wo ich gerade. Das könnte sein, ja, tatsächlich. Ja, dann setze ich da mal Glowstones hin. Hier, wir müssten eigentlich nach Musterung Glowstones hin, die haben wir aber anscheinend vergessen. Ja, passiert halt, ne. Aber da hatten wir da ja ein paar, oder ein halbes, upsala, jetzt habe ich, Gott sei Dank, ich habe 4 rausbekommen. irgendwie ein halbes Jahr nicht groß was gemacht, dann hab ich dich gefragt, ob du Bock hast, Nebel Games zu gründen. Ja. Irgendwie sind wir auf jeden Fall dazu gekommen. Keine Ahnung mehr wie, aber es ist irgendwann entstanden. Verdammt. Jetzt mal kurz auf den Chat achten, sonst lose ich heute hier komplett alles. Hochscrollen, ob ich irgendwas Besonderes übersehen habe. Also ich hätte jetzt gerade im Augenblick irgendwas gelesen von was wir schon alles programmiert haben.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber so solche Fragen sind extrem schwer zu beantworten, ja, würde ich sagen. Würde ich halt auch sagen. Was? Nee, kann man eigentlich nicht wirklich beantworten. Das kommt halt alles und nichts raus. Hier ist fehlt auch ein Luston. Ich glaube, wir haben das öfters mal anscheinend mal. Das musste irgendwie nicht ganz zu Ende gebaut. Ja, passiert halt, ne? So. Haben wir hier noch Glowstones? Sehen. Na komm. Ich sehe gerade, dass es nebenbei teilweise um THC im Chat geht. Also und klar, er hat schon viel drauf, auf jeden Fall. Also ich schätze mal, wir können da nicht dringend mithalten. Wir haben zwar auch so, wir sind jetzt nicht unbegabt, was Redstone betrifft. Überhaupt nicht, würde ich sagen. Aber ich schätze mal so, mit ihm kann man nicht dringend mithalten. Also. Nee, aber es ist halt auch immer eine andere Sache, wie man das natürlich gelernt hat, das Ganze. Ja, und wie viel du dich halt damit beschäftigt hast, ne? Ja, das sind immer ganz wichtige Faktoren, die da immer mit reinspielen. Und dementsprechend, er hat das. Gott, ich bin schon lange nicht mehr bei Jojocraft drin gewesen. Ich war früher mal, dass ich seine Videos geguckt habe. Mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Seit irgendwie 2 Jahren oder so. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ich glaube, ich wollte Treppenstufen holen. Ein Eichenholzstämmen mitnehmen. Welche Gummibärchensorte magst du am meisten? Beispiel orange, rot oder grün oder was weiß ich. Was soll ich jetzt was sagen? Ja, also ich habe da keine Präferenzen, ehrlich gesagt. Ich halt auch nicht. Es gibt halt Menschen, die halt nur diese eine, die immer nur eine Farbe essen oder was weiß ich. Ich wollte Slaps holen. Das ist das, was ich holen wollte. Ja, Wobkobbel. Oder haben wir bei uns noch? Die werden sowieso nicht reichen. Ich muss nach oben. Bin top orientiert. Obwohl ich weiß eigentlich, wo diese ganzen Sachen liegen. Ah, da ist gar nichts drin. Guck ich doch nochmal vorher bei uns in die Kisten, aber ich glaube, da hast du alles rausgenommen gehabt. Nein, hier ist noch ein bisschen. Ui. Ich hab nicht alles mitgenommen, weil ich dann auch was übrig lassen wollte. Ja, ja. War klar, dass du den Sozialader hast. Mein Hals macht mich heute echt fertig, ich sag's dir. Ja, was will ich machen? Ja. Ach ja, Slap setzen. Das macht Spaß. Also wenn wir die Frage Hunde oder Katzen nehmen, dann ganz klar Katzen. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich bin sowohl mit Hunden als auch mit Katzen aufgewachsen. Aber wenn es um Bequemlichkeit geht, dann wahrscheinlich eher Katzen. Weil Hunde meiner Meinung nach schon echt nervig werden können. Och, das können Katzen auch. Ja, aber ich finde halt nerviger als Katzen irgendwo. Nein, ich. Hast du irgendeine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm?
Nicht wirklich, weil ich fast nichts an Serien oder Filmen schaue. Also ich schaue relativ viele Serien und Filme, aber ich könnte mich da ehrlich gesagt nicht unbedingt entscheiden, weil es einiges geben könnte, was eventuell Lieblingsfilm oder Lieblingsserie sein könnte. Was wollte ich jetzt holen? Ich glaube, Slaps wollte ich mir noch mal holen. Könntest du dir vielleicht Slaps holen? Was? Slaps soll ich mir holen? Ja, nee, weiß ich nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass man hier Slaps einbauen muss noch. Ach, echt Slaps? Ja. Oder hießen die anders? Ist da bei Daniel noch was? Ne, die haben wir alle verbraucht. Ja, die haben wir alle verbraucht. Also unsere, muss ich neue craften. Unsere Kiste sind noch ein paar, aber ich denke, die werden wir... Entweder geben wir die in unserer Kiste sind, Daniel, oder wir verbraten die sogar hier noch. Ich werde mal ein paar nachcraften noch. Ja, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, noch welche brauchen. Man muss ja bedenken, die werden ja immer als ganzer Block gesetzt, das heißt... Ja, aber auch mit Absicht. Ja. Könnte sie zwar auch als Health Slap setzen, aber das würde halt unnötige Last auf den Client hinzufügen. Ja. Und auf den Server. Ja. Und daher braucht es ja nicht unbedingt so viele Steine zu haben. Ja. Warum leuchtet jetzt mein Discord? Das kann ich dir nicht beantworten. Bei der Person zurückschreiben. Jetzt zu viel Stein genommen. Ich hoffe es mal nicht. Ich will nämlich jetzt nicht Stein weglegen müssen. Natürlich zu viel Stein genommen. Ach Mann ey, es kann nicht wahr sein. Bin ich da reingelaufen, wo ich den Block setzen wollte. Es kann noch ein bisschen dauern, bis wir das alles gefüllt haben. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja keinen Stress. Das geht doch relativ fix. Das letzte Mal ging es auch relativ schnell. Ja. Wenn man einfach einen, über ein paar Themen quatscht, die ihr vorschlagen könnt, dann, Ich würde vielleicht das Programm wieder minimieren, damit ich den Chat sehe. Kann man natürlich auch gut die Zeit überbrücken. Magst mögen wir unseren Vornamen? Magst du deinen Vornamen? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Was ich weiß, dass ich meinen Zweitnamen nicht leiden kann. Also, es ist halt so ein bisschen, dass ich sage, einerseits, es gibt schlimmere, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe den besten Namen der Welt. Ja, true irgendwo. So. Also ich habe auch mit meinem Vornamen, ehrlich gesagt, jetzt nicht so das Problem. Nur mein Zweitname ist halt nicht so. Den feiere ich halt nur nicht so, ne? Ja. Ich glaube, du kannst auch verstehen, warum. Nur ganz eventuell. Sagen wir, was hältst du davon, wenn wir, kann ich das überhaupt mal sagen, dass wir, wenn ihr irgendwelche Server-möglichen Fragen habt, dann wäre das nice, wenn ihr die gerade mal jetzt stellt, weil irgendwie... Wir brauchen was zum Reden. Ja, also ich würde mich über serverspezifische Fragen... Also die jetzt nichts mit unserem Privatleben oder sowas zu tun hat. Oder was wir mögen oder was wir nicht mögen. Oder warum es Menschen gibt, die Nutella und Käse gleichzeitig essen. Ich glaube, die Frage können wir echt nicht beantworten.
viel schafft man hier kaum was auszufüllen, dann ist der Inventar schon fast leer. Also muss nicht unbedingt Technikgelaber sein. Es kann ja einfach nur sein, dass ihr irgendeine Frage habt oder sowas. Muss ja jetzt nicht technisch sein irgendwie. Also wir haben hier die Frage, machen wir auch, ob wir auch mal einen Freebuild oder einen Hide-and-Seek-Stream machen. Ich weiß halt nicht, Hide-and-Seek-Stream wird halt schwer zu füllen sein irgendwie. Und ein Freebuild-Stream, den kann man ruhig mal machen, ne? Ja, also ich denke, wir können theoretisch beides sogar machen mal irgendwann. Aber wir werden dann, sag ich jetzt mal, auf eine andere Szene wechseln, während ich mich dann verstecken muss. Das, was Daniel da macht, das ist doch schon gut, aber wir sind Admins, wir wissen, wie es läuft. Und das... So können wir das Risiko einfach sehr vermindern. Aber da werde ich mir dann was Schönes überlegen. Das werden wir auch nicht diesen Stream machen. Ja, also solche können wir das sagen jetzt, was so unser Plan so ist, so wenn die Streams jetzt vorbei sind, jetzt so die Warp-Kabel-Streams. Wenn du das schon droppen möchtest, kannst du das gerne droppen. Können wir gerne droppen. Also unser Plan war es eh jetzt öfter mal zu streamen. Also vielleicht auch so einmal die Woche oder sowas. Muss jetzt nicht immer nur Minecraft sein, kann auch mal was anderes sein. Je nachdem, auf was wir halt gerade Lust haben oder was wir gerade machen. Ja. Das können alle möglichen Streams sein. Also ich denke, in erster Linie werden wir Sachen spielen. Ob es jetzt hier auf dem Server ist, ob es auf einem anderen Server ist, ob wir privat irgendwas anderes spielen, also was gar nichts mit Minecraft zu tun hat, das werden wir dann selber immer entscheiden. Und ansonsten, ja, könnte es auch irgendwann, Betonung auf irgendwann, vielleicht auch mal Entwicklungsstreams geben, wo wir programmieren oder sonst irgendwas machen. Aber das ist, steht erstmal nicht an. Das hat, ja, das ist erstmal nicht geplant. Ja, sagen wir so, es geht halt leider aus speziellen Gründen nicht, die dem Server sonst schaden würden. Genau, aber sowas wie User Quality of Life Zeug könnte man ja irgendwann mal zeigen, wie man das dabei entwickelt oder so. Ja, ja. Wenn wir so, Leute dran interessiert werden. Wenn wir an so einem Punkt sind, dann gehört das natürlich zu dem Stuff, den wir da auch gerne in Livestreams mit euch zusammen entwickeln, mit euren Ideen. Genau. Wisst ihr schon, wann Azkaban auf dem Server eröffnet wird? Leider nein. Überhaupt nicht. Es kommt drauf an, wie wir vorankommen. Also frühestens, allerfrühestens, kurz vor Weihnachten, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es bis nächstes Jahr dauert. Ja. Also wir haben doch etwas größerer Aufwand. Und ja, also ich denke, dass ich ja jetzt bis Ende des Monats mit dem, wo ich gerade dran sitze, fertig zwar werde, aber danach habe ich nochmal eine riesen Baustelle, die ich aufreißen muss, damit, weil wir da ja so viel geändert haben. Ja, das werde ich dann nicht im November schaffen und dann kommt noch das 1700 Special, dann ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr werden. Ja. Das können wir eigentlich fast schon sicher sagen. Das Update frisst halt auch extrem viel Zeit. Ja, wir haben leider viel zu tun in dem Update und es muss halt leider alles sein. Wir würden auch lieber andere Sachen programmieren, tatsächlich. Warum kann man eine gecraftete Ender Chest nicht benutzen, um auf den Inhalt zu greifen? Kann man das nicht? Dann stimmt das doch, was bei uns im GitHub-Ding drin steht. Was steht im GitHub-Ding drin? Wir haben in unserem GitHub unter Postle Bugs oder wie das heißt, haben wir das mit der Ender-Chest drin stehen.
Aber wir haben es nie replizieren können. Ich kann man eine gecraftete Ender-Chest nicht nutzen. Okay, es buggt nur manchmal ein bisschen, deshalb haben wir es nicht hingekriegt. Ja, klar, wusste ich. Ja, ich war mir nur nicht ganz sicher. Ich muss hinten anfangen, sonst krieg ich Schläge. Irgendwo was. Ich bin irgendwie gerade komplett aus dem. Habt ihr überhaupt Zeit dafür, selbst auf dem Server zu spielen, neben eurer Arbeit als ZG? Meiner Meinung nach eigentlich ein klares Nein, aber wir nehmen uns manchmal einfach. Ja. Also richtig aktiv spielen würde ich es jetzt nicht nennen. Vielleicht alle paar Monate mal ein bisschen was spielen, aber sonst sind wir relativ viel AFK auf dem Server, einfach nur nebenbei dabei, lesen den Chat oder sowas und machen währenddessen irgendwelchen Admin-Kram oder sonstiges. Ja. Also meistens sind wir, wenn wir auf dem Server sind, mit irgendwas anderem trotzdem noch beschäftigt und unterstützen das restliche Team nur dabei, dass wir noch zusätzlich online sind. Oder es kann auch mal sein, dass man einfach nur nebenbei da ist, aber irgendwas anderes spielt oder so. Ja, also... Weil es besteht ja nicht nur aus, die ganze Zeit arbeiten. Ja. Vieles machen wir verteilt über den Tag hinweg oder so. Ja, das kann man wirklich so sagen, also... Es ist ganz verschieden, wie lange wir an verschiedenen Aufgaben brauchen. Und manche strecken sich über Monate, manche über nur ein paar Stunden. Und dementsprechend, da wir es natürlich auch alles freiwillig machen, muss man natürlich auch mal noch dazu sagen, wir kriegen nichts außer einem Danke. Und das wollen wir auch so, sonst würden wir es nicht machen, weil wir es für euch machen. Ist das natürlich auch immer so, dass wir natürlich auch auf uns achten müssen und deshalb auch ja nicht einen vollen Arbeitstag hier reinstecken können. Auch. Genau. Voll mal ein bisschen runter, sonst hier im Chat gar nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage auf vorhin das Ganze mit Azkaban bezogen ist. Ich glaube es mal, aber was wir denn noch alles machen müssen. An sich. Viel zu viel. Viel zu viel. Also, das ist halt tatsächlich hauptsächlich Hintergrund, was wir machen müssen. Also, es auf dem Server. Wäre Azkaban soweit zwar da, aber der Zaubertechnik kommt damit nicht zurecht. Unsere ganzen Systeme würden ja anfangen, Probleme zu machen. Sorry. Hab ich die Slabs abbauen oder was? Nee, ich hab sie auch abgebaut. Ich hab dir geholfen. ja, wie gesagt, die Hintergrundsysteme kommen mit einer zweiten Region nicht zurecht, die so weit weg von Hogwarts liegt. Und das muss alles unter anderem geupdatet werden und ja, das dauert. Würde sowas wie das Tic-Tac-Toe-Spiel oder was von LBH 1600 für den Server theoretisch möglich sein? Tic-Tac-Toe-Spiel ist das von Twister Twins gemeint. Ja, wahrscheinlich. ja, schwierig, weil das viel Das Tic-Tac-Toe dort ist halt mit Redstone gebaut. Ja, das ist komplett aus Redstone, daher braucht das eher nichts. Ob man sowas als Inventarspiel vielleicht irgendwann mal entwickelt oder so. Ja, das ist relativ schnell meiner Meinung nach auch programmiert. Das kann man vielleicht mal überlegen. Aber so als großes Redstone-Ding wird es das nicht geben. Ja. Ich glaube, Pistons fehlen oder ja noch, dann nächste Etage. Aus 1600 kann man bestimmt irgendwelche Sachen realisieren. Ja, bestimmt. Aber das haben wir tatsächlich auf nach dem Update geschoben, damit wir auch die volle Wirkung entfalten können, sozusagen. Also, genau, damit es auch gut wird und so. Ja, wir wollen uns
halt Arbeit, die wir zurzeit haben, einfach nicht doppelt und dreifach machen. Von daher, ja, haben wir gesagt, wir warten damit und gucken dann, was wir einbauen können, was wir wie machen. Genau. Was hatte ich gesagt? Pistons müssen wir craften, 12 Pistons. Stück. Dann gehe ich mal zu Wob Cobble und crafte ein paar Pistons. Was brauche ich denn jetzt für Materialien? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich snack mir erstmal Cobble und baue mal den Rest in der Hoffnung, dass ich könnte. Na, ich habe definitiv nicht genug Cobble. Hat er jetzt Eisen da, glaube ich? Glaube ich, mir mal noch irgendjemanden mehr zu holen, dass ich uns noch irgendjemanden zur Hilfe hole oder sowas? Nee, es wäre gerade eine komplizierte Aufgabe, schätze ich mal. Es war klar, dass ich den Pisten nicht hinkriege. Ich bin halt einfach seit irgendwie. Ich habe die beiden Materialien vertauscht, Really. Die zwei tauschen, da hast du einen Pisten. Das sind immer nur 6, da brauche ich noch ein bisschen. Was ist, wenn wir. Was hältst du davon, wenn wir uns vielleicht irgendjemanden suchen und die Person dann irgendwie schon die Außenwand hochziehen kann oder sowas? Ja, weiß ich halt nicht. Wir wollten es ja. Außenwand dürfte halt kein Problem sein, meiner Meinung nach, weil das ist ja easy peasy eigentlich erledigt. Wenn wir grob eine vorziehen, dann dürfte es ja relativ für die Person sein dann. Dann müssten wir uns nicht damit beschäftigen, mit der ganzen Außenwand. Naja, okay, wir müssten aber eine Höhe definieren halt. Ja, natürlich würde ich die vorher definieren, aber... Ja, aber wenn du meinst, dann kannst du ja mal schauen, ob irgendjemand Lust hat. Wow, ich kann echt... Ja... Sollte vielleicht einfach so laufen. Das ist einfacher. Ich mir jetzt aus Kobbel holen, überhaupt Kobbel holen. Ah, ich wollte mir Kobbel holen. Gut. Dann schalte ich mal eine Etage höher und der lädt der Grundriss der ersten Etage bei mir. Guck mal, wie hoch man die. Ich zieh mal die eine Wand vor und dann kann ich ja mal fragen, ob da jemand Lust hat. Du kannst ja einfach nur eine Ecke hochziehen, du musst ja nicht. Ganze ja, aber wir haben eine Ebene an Wand würde ich ziehen. Also ich meine nur eine Ebene. Damit man grob sieht, wie weit es geht. Achso, du meinst, war das jetzt einfach dann... Halt das, ach, mein Hals ist heute so RIP. Tut mir leid an alle, wenn ihr die ganze Zeit mein Räuspern hört. Aber ich will mich jetzt nicht für jeden kleinsten Räusper irgendwie... Nicht? Muten, weil dann würde ich mich nur noch muten und entmuten die ganze Zeit. Ja. Also ich brauche ja noch irgendjemanden, der für mich in den Chat guckt. So, dann bauen wir das mal ganz kurz ab da. So, zap, zap, zap. Yay. Block natürlich richtig gesetzt. Das... Ja, auch wenn Räuspern nicht gut ist, aber ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit das Ohr zuhusten, also ist auch nicht angenehm, also für alle, die zuschauen, meine Meinung. Ja, weh, du sorgst jetzt durch dein kann ja jetzt auch. Ganzes Räuspern dafür, dass wir nicht mehr so viele Klicks kriegen, und Spaß. Das ist überhaupt nicht. Es ist aber trotzdem mal schön zu sagen, dass es so viel interessiert tatsächlich, was wir hier machen. Ja, finde ich auch krass. Also damit hätten wir tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, wir streamen hier bei 3 Leuten. Ja, hätte ich auch so gedacht. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir hier wirklich nur streamen, weil wir dann
sagen können, dass wir das im Survival gebaut haben und einen Beweis haben. Irgendwas habe ich doch. Irgendwas wollte ich machen, mein Gehirn hat aber gerade versagt. Irgendwo die Holzdinge. Ich habe gerade die Frage, ob es schon eine Einschätzung gibt, wann man nach Azkaban kann. Und die Frage hatten wir vorhin schon grob beantwortet, also es wird wahrscheinlich nichts vor Anfang bis. Ja, ich schätze mal Anfang erst nächsten Jahr oder so. Wir versuchen uns ranzuhalten, dass wir Anfang nächstes Jahr schaffen. Wenn es. Wir müssen halt dann auch noch alles das, was wir programmiert haben, auf Bugs testen und so ein Kram. Ja, das kommt leider halt noch hinzu. Soll ich hier diese Zwischendinger auch noch so ziehen vor? Wäre halt gut, wenn du die dann gleich mal kurz kontrollieren könntest, bezüglich wie hoch die müssen, ob die überall gleich sind oder ob da irgendwie andere Sachen zwischenkommen. Dann muss ich aber kurz fliegen. Ich habe keine Lust, mir einen Besen zu holen. Die scheinen überall gleich zu sein, gerade irgendwie. So glaube ich zumindest. Ja, die scheinen überall gleich zu sein. Ja, dann. Okay, dann schalte ich Fliegen wieder aus. Dann markiere ich, bis wohin die Wand muss. Ja, das markiere ich jetzt direkt erstmal. So. Dahin muss die Wand. Es war so klar, dass ich mich hier irgendwie im Block wieder verbaue. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keine Reihe ohne Fehler gesetzt. Immer war irgendwas, wo ich mich verklickt habe. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn können wir auch noch an manchen Stellen Kobbel wieder rausreißen, wenn da zu viel ist. Ja, klar können wir das rausreißen. So. Ich glaube, ich muss da hinten runterspringen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Verdammt, nein. Ich werde auf der anderen Seite runterspringen müssen. Weil wenn ich hier runter springe, dann sind da die Kisten von uns. ich brauche Steinziegel, nehme ich mal ein paar mit. Auch mal mit. Wobei, wir sind eigentlich oben. Egal. Und ich wollte noch was anderes mitnehmen. Mal zurücklatschen. Crafting Table. Setzt die jetzt bald davor. Sich da im Augenwinkel. Wie viele Spieler je auf dem Server gejoint sind? Weiß ich das gar nicht. Was sind wir schon bei den 4500 gewesen? Weißt du das? Ich glaube, ich kann mal nebenbei nachschauen. Fällt mir das Passwort nebenbei ein. Ja, ansonsten kann ich bei Tools. Passwort ist mir sogar eingefallen, kein Moment. Wir sind bei 4877. Jo. Haben wir noch. Gucken wir ein oder zwei Personen dazu? Kommt drauf an, ob du heute noch fertig werden willst oder nicht. Also, oder wie schnell du fertig werden willst, eher gesagt. Ich denke, wir werden es heute, die Etage plus das kleine Treppenhaus da noch heute auf jeden Fall machen, aber desto mehr Leute, desto schneller geht es. Dann suche ich mir mal so zwei, drei Leute raus, ja. Gut.
Nehmen wir mal die Person. So, dann holen wir uns weitere Personen. Und ich nehme jetzt erstmal nur drei Personen oder so. Ja, ich glaube, mehr ist auch zu viel. Habe ich jetzt noch irgendwie noch jemanden? Wen suche ich mir noch raus? Schlag du mal noch eine Person vor. Ich habe München und Flower Sophia hier. Auf was war das bezogen? Hier oben hast du gefragt. Keine Ahnung. Craftermax, wollen wir den nehmen? Ja, klar. Hol den dazu. So, dann gebe ich den dran noch Baustart. Setze ich hier meinen Crafting Table noch und dann werde ich erstmal alle begrüßen gehen. Und ich habe keine Crafting Table mehr. Entweder hat da einer welche oder wir müssen tatsächlich Crafting Tables craften. Ist da richtig vorgezogen oder bin ich irgendwie los? Also das Treppenhaus sein, was da noch höher geht. Musst ah ja, stimmt, ja, das können wir. Stimmt. Ja, aber hallo München, hallo Flower Sophia und hallo Crafter Max. Hast du dem einfach seine Hose kaputt gemacht? Ich kann das erklären. Jetzt, fuck, ich war in der Hose. Ich hab dem die Hose ausgezogen. Scheiße. Liebe Eltern, das, ich will mich mal. das hat er mit Absicht gemacht. ja, also ihr könnt euch einfach Kobbel holen im alten Warp Kobbel und dann einfach da hinten wie da hinten markiert in der Ecke da bis auf die Höhe die Wand hochziehen. Das ist also schon die Deckenhöhe, die da bis wohin ins Gesetz sind. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch direkt schon einen Deckel drauf platzieren. Moment, lass mich kurz überlegen. Kobbel 2. Build Access True? Ach, ja. Können wir. Ja, stimmt, du hast den Warp jetzt einfach umgesetzt. Nee, ich habe den für Sportteam erreichbar gemacht. Ja, genau. Also ihr könnt jetzt mit einmal auch den mit alten Warp-Kobbel Zeug holen und dann zum neuen gehen und. Ja. Der neue heißt halt Warp-Kobbel 2, einfach ganz kreativ. Genau, Warp-Kobbel 2 ist der ist der neue. Und der Warp-Kobbel ist der alte. So, jetzt wollte ich aber auch selber zu Warp-Kobbel, aber ich hab's bis jetzt nicht hingekriegt. Denn hier sind doch Werkbänke, perfekt. Weil man muss ja keine Sachen craften, die eigentlich schon seit 100 Jahren bei deinen vergammeln. Kann man ja wiederverwenden. Stelle Gesetz hier, bin ich stehen geblieben. So. Kümmerst du dich dann drin ein bisschen weiter drum? Dann würde ich vielleicht mal kurz ein bisschen Erde draußen platzieren, noch was zuschütten, zum Beispiel das, was wir da eben entdeckt haben. Ja, klar. Okay. Ja, dann mach du das. Die Treppe noch gesetzt. Habe ich denn das gesehen gehabt? War das hier? Du hast irgendwo durch den Boden gegraben. Ich habe mich einfach irgendwo random durch den Boden. Hier ist es. Gucken, wie groß es ist. Allzu groß. Oh Gott. Ja, wir haben genug Kobbel. Das war schon wieder so ein riesiges. Und hier ist ein Spawner tatsächlich. Ja, aber zu muss zu. Ah, hier sind Trappstufen perfekt. Nehme ich die direkt mit. Hier irgendwie eine Axt oder sowas? Ja, tatsächlich. Mal gucken, ob ich was spontan im Chat sehe. Auch nicht. Also ich habe eben schon mal geguckt, aber ich war der Meinung, dass ich nichts gesehen habe direkt. So, ich wollte hier jetzt. Jetzt muss man noch auf den Bauchat achten, falls da was kommt. Oh Gott. nee, ich hab grob beides im Blick. Ja gut. Dann können wir ein Stück hochscrollen und. Ja, ja. Es ist halt nur. Ja. Seltsam, weil
Bis jetzt hast du nur halt den einen Chat, vielleicht mal ein bisschen den Minecraft-Chat, aber ansonsten. Ja, Nova achtet ein bisschen drauf. Perfekt. Es wurde gerade, glaube ich, die Frage gestellt, ob man Höhlen unter seinem Geäst zuschütten soll. Also müssen jetzt nicht unbedingt. Müssen also, nicht. Wenn man will, kann man das machen. Also. Aber wir zwingen jetzt niemanden, das Grund unter seinem Grundstück zuzuschütten. Nur wenn es halt auf dem Wasser ist, zum Beispiel, übers Wasser gebaut ist, dann wäre es vielleicht schlau, weil. Ja. Würde auch den FPS der Spieler, die sich dort dann in dem Bereich befinden, auf jeden Fall helfen. Komme ich irgendwie. Das. Autsch. Komm hier hin. So. Dahin, da rein, da kommt ein Block hin. Wie weit darf da gehe ich weg für den Fuchsbau, damit es für den Server kein Problem ist? Also, das ist uns das eigentlich. Ist, der das Fuchsbau ist jetzt nichts riesig Aufwendiges. Weil da sind ja nicht jetzt zigtausende Kisten oder sowas. Ne, also von uns beiden ist das vollkommen eigentlich egal. Und mit dem neuen System, mit dem wir arbeiten, was aber erst haben, also frühestens nächstes Jahr kommt, ist das dann auch gar kein Problem, wenn er dort ganzes, ja. Wenn er das weiter wegbaut. Ja. Aber solange ist es dann halt nicht zugänglich, bis das neue System da läuft. Also auch wenn er das Projekt schon fertig haben sollte, bis wir zum Updaten kommen, tut es uns echt leid, aber es ist halt dann leider auch nicht zugänglich, bis wir mit dem System soweit sind. Ja. Ist natürlich nicht böse gemeint, aber wir müssen halt auf die Technik oder auf den Server achten. Glaube ich, ich kann die nächste innere Ebene anfangen. Noch mehr Materialien verbauen. Ja, das mit dem Spawn und beim Farming Park geht's eigentlich mit den FPS bei mir. Aber ich habe wahrscheinlich auch einen etwas leistungsstärkeren PC als manch andere. Ja. Aber am Spawn, da stimme ich ganz klar zu. Da stürzen meine FPS auch ein. Ja. Aber das liegt daran, dass es damals, als dort bebaut wurde, noch keine richtigen Regeln gab. Ja, das ist was das Spawn betrifft. Ich weiß noch nicht, wir müssen mal eine Teamsitzung nochmal klären. Wir hatten da eine Idee, hatte ich mal vorgeschlagen, was man damit macht. Aber müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wenn mein Gehirn ist. Ja, hat sich irgendwie im Sand verlaufen, ob wir da in der Richtung was umsetzen oder. Die Idee wurde irgendwie nie beachtet. Muss ich nochmal ankommen. Ja, dann macht es einfach. Zap. So. Ein paar Kobbel bräuchte ich auch mal für meinen ganzen Stuff in der Freeworld. Also ich kann so ein Lager empfehlen, wie ich besitze. Uff, bist du da irre. Da kriegst du eine ganze Menge unter auf jeden Fall. Hat überhaupt jemand außer irgendwie 5 Leuten schon mal dein Lager gesehen? ich weiß nicht. Ich glaube, auf jeden Fall einige haben es schon gesehen. Ja, theoretisch haben es ein paar Leute im Livestream mal gesehen, dass Dein das gezeigt hat. Das könnte hat. Gut möglich sein, ja. Aber wer erinnert sich dran? Ja. Weit geht denn das denn dann noch runter um die Ecke? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da in meinem Lager zum Beispiel ist auch alles schön auseinandergezogen, sodass es jetzt nicht unbedingt leckt für die Spieler. Also wenn du in der einen Ecke stehst, werden dann in der anderen Ecke die Kisten nicht geladen für dich. Ja. Da ein Block hin, da ein Block hin, da ein Block. Hoppala. Da muss ein Stamm hin. Das kann nur lustig werden, wenn ich die jetzt alle nacheinander durchgehe und immer ein bisschen höher baue.
Die haben immerhin. Theoretisch könnte man mit Jump'n'Run über die immer wechseln, aber das ist immer ein Vierer-Jump. Ob ich den jedes Mal schaffe, ist so die Sache. Nehmen, also. Das muss, wenn dann selbst bauen. Bau dir mein Lager nicht nochmal. Ich habe da schon selbst genug Zeit investiert. Wenn ich mal Zeit dazu hatte. Upsala. Würde es helfen, bei der alten Base die Kisten abzuräumen für bessere Performance? Also wahrscheinlich ist dann jetzt alte Base gemeint. Also klar, es sind jetzt zwar nicht mehr allzu viele Kisten. Und man kann ja mal sagen, das war ja der ursprüngliche Grund für Bob Cobble, dass die Kisten da raus mussten. Ja, weil er ja vom als ersten 24-Stunden-Stream, soweit ich mich entsinnen kann, standen da ja die ganzen Kobbel- und Steinkisten von den Leuten, was sie weggefahren, was sie abgebaut haben. Und deswegen, die mussten halt irgendwo anders hin, damit sie einfach die Spieler und den Server nicht unbedingt dauerhaft belasten. Ja, also man muss halt bedenken, jedes Mal, wenn ein Spieler da Pogwarts gemacht hat, wurden für den alle diese blöden Kisten geladen. Genau. Das ist halt einfach so eine Sache, die wir dann mit Leistung einfach nicht mehr gesagt haben, die ist gut, sondern wir wollen den Spielern auch was Gutes tun. Ja, im Endeffekt. Vor allem den Leuten, die vielleicht nicht so einen guten PC haben. An Warp Hogwarts mit, I don't know, 5 FPS rumrennen oder sowas. Was weiß ich. Wie ist das jetzt mit einem Dach? Da baut jemand keine Aufgaben? Dann... Mal, sind die schon alle fertig oder was? Ich habe ja gesagt, Nova hat gerade auch gemeint. Da auch schon ein Dach drauf? Nee, wenn das war kein Dach drauf ist, dann können die das einfach auf der Ebene, wo ich anmarkiert, also bis dahin, wo der Koppel gezogen ist, einfach bis dahin zugedichtet, auf der Ebene zugedichtet. Gebaut werden. Meinst du, das ist da schon? Ja, ich bin der Meinung. Ich habe vorhin nachgeguckt. Ich guck sogar nochmal extra nach. Glaube mir einmal, also, ja genau, das ist die richtige Ebene. Ja gut, warte mal kurz. Weil eine drunter müssen ja auch, ist ja auch schon, zwei drunter, ist ja auch schon komplett. Ja, aber das können wir, oder? Warte mal, ist es nicht, dass es da schon komplett ist? Ja, da sind halt überall noch Sachen dran drin in der Decke, aber... Stimmt, also die Ebene hier könnte auch schon mit Koppel gezogen werden. Also eigentlich diese Ebene hier. Wär's best. Aber da ist halt teilweise Glowstone drin, das ist halt die Sache. Ich fände es halt tatsächlich persönlich fast besser, wenn die Decke nicht gezogen wird und wir das so hocharbeiten, weil ansonsten haben wir irgendwann das Problem, dass die ganze durch die Decke durch müssen wieder. Ja, was lassen wir die Leute dann machen? Jetzt könnt ihr die Koppelkisten rübertragen. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr dazu Lust habt. Müsst halt nur, soll ich da vielleicht vorher ein paar Kisten schon mal vorbereiten? Ja, bereite mal ein paar Kisten. Ich glaube, schlauer im hinteren Bereich erstmal zu füllen, ne? Ja, wir fangen hinten bei unserem Bereich an. Ja gut, okay. Ja, wozu holt man sich den Sklavenmönchen? Ich werde mir dafür mal kurz fix ein paar Kisten holen aus dem... Also wer Lust... Also, wer Lust... Ja, war gut. Nee, wäre tatsächlich, Ich kann ja schon mal ein bisschen genau. Ich kann ja schon mal Kisten setzen, wo dann einfach alles reingetragen werden kann. Ja. So ein paar Kisten, dass die Leute wissen, wo was hinkommt. Hatten wir da Vierer-Tower wieder geplant? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube. Weil alles andere nicht mehr gut erreichbar war. Ja, Sekunde, Flo bereitet was vor und dann kriegt ihr eure neue Aufgabe. Dafür muss ich erstmal meinen Kopf anstrengen. Das Kopf anstrengen. Tatsächlich muss ich meinen Kopf anstrengen. Ungewöhnlich, ne? Ja. Aber das sind normale Kisten, also muss hier das hin, dann das da, dann das da, dann das da. Bin ich überhaupt dabei? Bin ich irgendwie lost?
So, und jetzt und die Aufgabe, Hauptaufgabe, dafür muss ich aber noch hinten, muss ich noch im alten Bob koppeln. Muss ich noch die Kisten freigeben, weil ich würde sagen, wir fangen im hinteren Bereich an, oder? Ja, soll ich mal zu Warp Cobble kommen, damit die Leute das bei mir im Stream sehen können, was sie machen sollen? Ja, was habe ich jetzt Lustiges hier gemacht? Das weiß ich nicht. Oh, den einen Block da noch hin, so. Dann komme ich einmal nach Warp Cobble. Und dann bist du im hinteren Bereich oder wo bist du? Nee, ich bin gerade im neuen Warp Cobble und. Du bist schon im neuen, dann warte ich hier am alten. Oder soll ich da schon mal ein Loch in die Wand machen? Geh, okay, du kannst einfach ein Loch reinmachen. Gut, wir machen hier ein ganz professionelles Loch rein. Wir hatten uns sogar Gloss schon mal hier hingelegt. ja, tatsächlich. Okay. Ja, Kann ja dann einfach normal eingelagert werden. Ja, wie man hier sieht, das ist der hintere Bereich von unserem Warp Cobble, der für Spieler nicht zugänglich ist normalerweise. Er war im letzten 24-Stunden-Stream zugänglich. Ja, aber halt auch nur der Cobble-Teil und sag ich jetzt mal, wir versuchen, oder hier ist jede Menge Cobble gelagert, hier ist alles voll mit Cobble. Und jetzt ist die Frage, fangen wir links oder rechts an? Eigentlich fangen wir links an, gehen nach rechts, glaube ich. Mit der Entleerung auch, oder? Also so, dass wenn links... Genau, das, was Reza gerade... das, was Reza gerade geschrieben hat. Wo hat Reza was geschrieben? Reza hat gerade was geschrieben. Das Bauteam kann sich doch Rucksäcke nehmen, die Steine, die sie mitnehmen, automatisch aufnehmen. Das geht dann schneller. Das könnte man machen. Also sie können es in der Hand reinschmeißen, aber sie können halt auch die Kisten nach und nach abbauen. Und also ich habe jetzt nur ein bisschen. Also wichtig ist, dass die Kisten trotzdem gleich mit abbauen. Ja, also die Kisten von ich. Mal den Durchgang größer. Also, du lebst ja hier nicht, ey. Nein, dann mach den halt größer. Hat das so weit drüben aufgemacht? Ich nicht. Nein, auf jeden Fall würde ich sagen, dass man hier in dieser Reihe hier anfängt. Genau, das ist ja genau. Und hier hinten einfach, ja, dann anfangen die Kisten nach und nach zu entleeren und die leeren Kisten mitnehmen. Entweder legt ihr uns die dann vorne bei uns in die Kisten rein oder... Ja, leg die bei uns vorne in die Kisten rein. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Weil, ich glaube... Kann mir hier ein paar leere Kisten snacken hinten aus dem Bereich? Aus dem... Da so ein paar leere Kisten mitnehmen? Wenn du hier schon alle raus hast. Ach, du brauchst Redstone-Thron. Ja, ich brauche nämlich Redstone-Thron. Damit ich einen Stapel schon mal fertig bauen kann. Dann hol dir da mal ein paar Redstone-Thron da raus und reiß da mal einen Stapel ab von denen, die noch nicht voll sind. Kommt ja sowieso alles weg. Ja. Ich reiß ja einfach so einen ganzen Stapel weg, ob das... Ja. Ja, und wie gesagt, bitte nicht selbstständig irgendwelche Sachen groß craften, sondern erstmal gucken, ob wir die hier wirklich haben und vor allem die Kisten brauchen wir garantiert, die können wir alle mit rübernehmen, die zu craften ist nicht sinnvoll. Homecoming. Du wolltest was sagen? Im Bauchat wurde gerade gefragt, ob jemand noch leeren Rucksack hat. Ich glaube, ich könnte eventuell noch einen haben, wenn ich die zwei Stacks Endstone da rausnehme. Könnte ich den noch abdrücken? Ich brauche den auch nicht dringend zurück. Ups, das ist schon zu Ende gewesen. So, dann ziehen wir das hier mal vorne. Hier kommt eine Treppe drauf. Zap, zap, hier kommen Blöcke drauf. Mittlerweile hat man das, glaube ich, einigermaßen drauf, wie was hier gebaut werden muss. Immer nebenbei auch. Fragen noch. Ja, klar.
Was kann aus deiner Sicht Daniel gut in Minecraft? Was kann Daniel in Minecraft gut? Ja, das ist eine extrem schwierige Frage. Du hast gewünscht, dass jetzt nicht so eine Antwort wie nichts kommt. Ja, es gibt bestimmt. Was Daniel, was, ja, wo Daniel und, gut ist und bin ich auch von überzeugt, dass es da was gibt, aber man muss es halt wissen und dran denken. Ich muss hier kurz durch die Wand buddeln. Genau den Stapel, wo hier davor steht, hier, da. Den hier müsst ihr, also diese zwei Doppelkistenstapel hier, als erstes könnt ihr anfangen. Und wenn ihr mit dem fertig seid, dann halt, ja, die Kisten packt ihr am besten in eine Kiste am neuen Warp-Cobble, aber da muss ich erst eine aufstellen wahrscheinlich. Ne, da sind noch ein paar leere. Weil ich die dann am liebsten selbst setzen würde. Ja. Sonst kommen wir mit unseren Mustern nicht hin. Also... Genau. Sonst fangen wir falsch an und haben was anderes berechnet und dann haben wir hinterher irgendwelche Fragen und verstehen die Welt nicht mehr. Ich dürfte auf null hinauskommen, aber... Ja, klar, aber trotzdem... Trotzdem wäre es mir lieber, wenn sie in einer bestimmten Reihenfolge, also wenn ich sie richtig setzen kann. Ja. War jetzt echt eine gute Frage, also... Also mach die Stapel einfach voll bis zum geht nicht mehr und dann fangt er einfach den nächsten Stapel an. Wobei hatte ich hier aufgehört mit der Trap Chest? Ich überlege halt... So. Also es gibt halt so viele Sachen, an die man natürlich sofort denkt, die Daniel nicht kann, dass einem die Sachen, die er kann, nicht so wirklich einfallen wollen gerade. Ich meine, ob wir da darin besser sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist halt dann die Frage generell, aber Schluss oder... Letztendlich ist das immer eine subjektive Meinung, ob jemand etwas schön findet oder nicht. Ja, genau. Was ich aber sagen muss, dass ich irgendwo krass finde, dass Daniel teilweise noch einen Überblick hat, was er wohin bauen will. Also dass er immer wieder mit Ideen auch kommt, wo er was hinbauen will. Ja. Also dann, das würde ich auch sagen, Ideenfindung von ihm, wo er dann noch was bauen will. Ich könnte so ein Projekt niemals so lange durchziehen und dann immer noch Ideen haben. Nein. Also ich hätte tatsächlich eher, glaube ich, daran mittlerweile selber versagt, dass ich halt nicht ist, oder ich hätte es nicht mehr geschafft zu sagen, ich ziehe das jetzt 6, 7, 8 Jahre sind wir jetzt, es sind 8 Jahre, da ist das jetzt alt, das Projekt, dass ich das aber 8 Jahre durchziehe. Ging's ja, eigentlich schon, ja, trotzdem, aber du musst nach 8 Jahren Ideen haben immer noch und immer noch, dass du da weitermachst. Oh ja, die Aussage von Marlena finde ich gut mit Landschaftsgestaltung und Terraforming. Ja, will ich sagen, dass ich da meine Kritikpunkte habe? Ja, klar, ich habe auch so meine Kritikpunkte, aber trotzdem ist es etwas, was er eigentlich relativ gut kann, meiner Meinung nach. Ja, also würde ich sagen, stimme ich im Groben zu. Die Leute, wo sie Kisten reinschmeißen können. Stell mal eine Kiste für Kisten auf. War da jetzt nichts mehr unten, oder wie? Wie bei uns? Bei uns standen noch so viele Kisten. Sind die alle schon?
Belegt. In die Kiste kommen die Kisten rein, die er abbaut und dann. In die Kiste, wissen die Leute auch, wo die Kiste steht? Ja, die steht direkt gegenüber von wenn du dich hinborbst. Ja, gut, dann. Muss ja halt den Leuten noch sagen. Chess, um weiter zu machen. So. Das hier hin. Ja, habe ich irgendwas übersehen? In welcher Form? Nee, hey, es geht nur um den. Ah, ja, das finde ich auch noch, dass er gleichzeitig reden und bauen. Na gut, so halb. Er hat halt 8 Jahre Übung. Ja. Also wenn wir das jetzt 8 Jahre machen würden, dann könnten wir das wahrscheinlich auch. Aber da wir das halt nicht jeden Tag eigentlich machen, oder auch nicht so oft, ist das für uns natürlich noch etwas schwieriger. Irgendwas. Da denkst du, ich kann noch irgendwie so einen Stapel vom Bobkobbel entfernen vom aktuellen. Ja, klar. Nee, kann ich nicht tatsächlich. Nicht? Nee, sind die alle schon. Könnt ihr den nur zur Hälfte entfernen? Ja, hab eure Kisten. Ja, true. Weil der sonst noch ein paar Kisten bei sich drin hat, tatsächlich. Nicht paar Kisten, ein paar Kobbel bei sich. Hat. War nicht mehr viel, eine Reihe nur noch, aber trotzdem Kobbel. Bin mal gespannt, wie der alte Kobbel dann aussieht, wenn hier gar keine Kisten mehr drinnen wieder stehen. Ja. Was machen wir eigentlich dann mit dem alten Gebäude? Reißen wir das ab oder? Ja, gute Frage. Persönlich hätte ich 2 Ja gesagt, dass wir es abreißen. Ja, wäre auch irgendwie schlau, ne? Es gibt halt keinen Grund dafür. Das ist ein hässlicher Kobbelkasten, der da steht, ja, weil das ein Lager war. Also es ist nicht darauf ausgelegt, dass das für immer da bleibt. Da hast du recht. Also dafür ist das Gebäude einfach nur ein Kasten. Ja. Und wir müssen halt mal überlegen, ob wir eventuell beim neuen Bobkobbel vielleicht noch irgendwie ein minimalistisches Außendesign machen, damit es kein Kasten bleibt. Ja. Wo hatte ich hier aufgehört? Mit Trap Chests, glaube ich, ne? Na komm schon dahin. Und wir müssen dann wahrscheinlich noch den Boden wieder anterraformen. Ja. Dass es nicht mehr so kacke dann aussieht, wie als hätte man da einfach irgendwas rausgerissen. Ja klar, aber das haben wir ja da relativ. Deswegen hängt ja auch so ein bisschen in der Luft da, weil wir das möglichst genau, an der geraden Stelle gemacht haben. Das haben wir ja damals mit beachtet, als wir den dahin gesetzt haben. Dachte ich zumindest. Damals nichts dabei gedacht, als ich den angefangen habe zu bauen. Ich kann mich noch erinnern, als das nur ein kleiner, nicht mal ein geschlossener Kasten war, sondern nur so ein. Also, als wir den Kasten jedenfalls hatten, kann ich mich erinnern, dass wir gesagt haben, dass wir die da drumherum nicht allzu viel zerstören wollen. Ja, das haben wir gesagt. Ja. Aber wir hatten damals angefangen, da war das noch eine Fläche, die war nur von Kobbel umzäunt. Stimmt, das war einfach nur eine Umzäunung. Da war noch wirklich Wiese im Boden. Ja. Und anderes. Das ist in älteren Folgen halt tatsächlich vielleicht auch noch zu sehen, falls jemand sich das angucken möchte. Aber ich kann dir jetzt keine Folgennummer sagen. Ja, das ist schon viel zu lange her, genau. Das ist
Für mich ist es schon viel zu lange her wieder. Weißt du, was ich schockierend finde? Was denn? Dass ich, glaube ich, alle Crafting-Table gesetzt habe. Ich habe immer noch 61 und wir haben noch keinen einzigen drüben weggerissen. Oh Gott, oh Gott. Wie viele Crafting-Table der Junge hat, einfach. Das ist. Sollte mal wieder ein bisschen auf den Chat achten. Es ist heftig. Beim alten Warp-Kobbel ist ja an jeder Säule ein Crafting-Table verbaut. Meine Glossen sind alle. Muss ich gleich neu holen. Oh. Wie viele Tiere darf man in der Freeworld halten auf dem Grund? Das kommt halt auch an. Also pro Chunk waren das... Wie viele? 16, ja genau, pro Chunk. Also wenn ihr, ich glaube, es geht aber nur mit Not Enough Items, wenn man das drin hat, dann kannst du dir mit F9 so Chunk Borders anzeigen lassen. Oder du verstehst, was F3 dir sagt. Oder man versteht, was F3 einem sagt. Aber das muss ich zugeben, das kann man nicht den Leuten einfach erklären, was F3 sagt, da muss man sich für auskennen. Also, ganz einfach ist das jetzt natürlich dann nicht einfach zu sagen, ja, guck F3, dann siehst du es. Ups, da war auch wieder ein Glowstone. Bei der neuen Aufteilung müssen wir noch schauen, wie wir es weiter sortieren. Habt ihr den ganzen hinteren Stapel jetzt schon voll oder was? Neue Aufteilung, was? Nee, da fehlen doch noch eine ganze Menge Kisten. Ach, die haben den jetzt schon voll. Wie viele Ebenen soll der neue Warp-Kobbel eigentlich bekommen? Aktuell erstmal nur die zwei, die wir jetzt in den, also die jetzt aktuell gebaut werden, also die schon gebaut ist und die Nevio gerade oben noch baut. Aber der Warp-Kobbel ist immens erweiterbar. Wir können von ganz unten bis ganz oben gehen, rein theoretisch. Ja, wenn wir nach unten wollen, müssen wir natürlich ein paar kleinere Umbauten machen, aber. Ja, aber das ist alles machbar. Genau, nach oben ist auch noch genug Platz. Wir sind auf Höhe 71 und wir können bis 256 hoch. Also da passen noch einige Ebenen drauf. Würde ich sagen, aber... Sollte man nur gucken, dass man vielleicht irgendwo zwischendrin nochmal Eingänge baut in das... Erstens das und zweitens wäre dann vielleicht fast schon eine Idee, ob man nicht irgendwie einen Fahrstuhl oder sowas integriert. Wäre dann ein leicht schnellerer Durchgang vielleicht dort hinter schlauer? Also jetzt müssten die Leute ganz schön viel rennen. Weiß ich nicht. Die Rücktüre kann ich nicht aufreißen. Dann müssen wir sie wahrscheinlich rennen lassen. Upsala, da geht's runter. Oh, da hat jemand nichts zu Ende gebaut. Upsi. Seit wann schauen wir Daniel? Bei mir kann man jetzt nicht unbedingt von... Schauen, reden. Ja, also hatte ich, glaube ich, letztens Stream schon mal gesagt, genau. Dass es ungefähr 2015, 2016 oder so, nee. Ich kann es nicht sagen, seit wann. Also es ist ewig als stiller Zuschauer. Ich bin ewig als stiller Zuschauer dabei. Was mache ich hier in den Kisten gerade eigentlich? Ich wollte das holen, aber ich wollte noch was anderes holen, nämlich Glowstone, danke. Danke, dass du einmal gearbeitet hast.
So. Jetzt habe ich die vergessen, egal. Minecraft, haben wir, hast du irgendeinen anderen Minecraft-YouTuber, den du regelmäßig schaust oder so? Nein. Tatsächlich überhaupt nicht. Genauso wenig. Früher auch, meiner Meinung nach, hatte ich auch keinen Minecraft-YouTuber, den ich jetzt so aktiv geschaut habe, weil ich ja auch generell nicht so YouTube-Deutschland-Fan bin. Also bei mir ist wirklich der Großteil der Videos, die ich auf YouTube schaue, irgendwie auf englischer Sprache. Ich halt einfach, ich finde, YouTube Deutschland ist einfach ja irgendwo nicht so geil, finde ich. Also ich muss sagen, es gibt zwei, drei Leute, die hin und wieder mal guten Content machen, aber es ist schwierig. Also es ist das meiste, es hat einfach irgendwie Trash. Ich vergessen, was ich gemacht habe. Da ist jemand sein Game gecrashed. Oh nein. Du kannst keine Item droppen. Schade, und die Person ist rausgeflogen. Nicht vom Bauteam, glaube ich. Irgendwas übersehen? Ich habe meinen Rucksack zurückbekommen. Weiß ich nicht. Musst du irgendwie. Brauchst du den Rucksack nicht mehr oder? Also, dass Hogwarts fertig wird, ohne dass nochmal was geändert werden muss, das wird nie der Fall sein. Dass Hogwarts zu einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist das fertig, das wird schon eher realistisch sein, weil ändern kannst du immer etwas. Du kannst immer etwas verbessern, egal wie gut du baust. Das hängt jetzt noch nicht mal von Daniel ab, sondern es gibt immer jemanden, der noch eine Idee hat, der einen Vorschlag hat, wie man es besser machen kann. Von daher, fertig, auf deine Frage bezogen, wird es ja, nie. Ja, dann muss ich dir recht geben. Die Höhle, die hier ist, ne, jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, was ich machen wollte. Ich wollte die Höhle weiter zuschütten. Ja, dann. Weg mir mit. Schon mal. Die nehme ich mit. Zeit heute wieder vergeht. Krass. Anderthalb Stunden sind wir schon dabei. Ja, ja. Also. Ja. Gar nicht gedacht irgendwie. Ich hätte auch. Nein. So. So. Dann setze ich die an Höhe. Okay. Sicher mit Kobbel wegschleppen. Oh, der erste Stapel ist fast weg. In der einen Kiste Eisenerz. Hat da jemand falsch einsortiert? Oder wie? Keine Ahnung, ich pack's jetzt einfach oben in die Eisenkiste. Es waren 22 Eisenerz. Wir könnten Glowstone rein. Der Herr hat hier blöderweise einen Schwarzeichenholzstamm reingesetzt, da kommt aber ein Glowstone hin. Ja. Kann man ja doch nicht an alles denken. Ja, weil ich. Was hast du denn nicht du gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Ich hab doch da oben gebaut. Aber nicht an der Stelle hast du. Und da habe ich das gerade eben reingesetzt. Ja, gerade eben, aber wer von uns beiden hat das gebaut da? Ja, okay, wenn man danach geht, dann bist du natürlich an allem schuld. Also am größten Teil. Ey. Da warte dann. Einmal den Rucksack. Wo bist du? Da, glaube ich. Ich glaube, ich habe da den Namen gesehen oder so. Ja. Es dürfte, glaube ich, der Rucksack hier sein.
ich glaube, ich bin einmal rum. Gut, ich brauche Fackeln und Trapdoors jede Menge. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen? Ob wir hier nicht irgendeinen Blödsinn reden? Ja, schaffen wir es überhaupt, Blödsinn zu reden, oder sind wir da nicht qualitativ zu gut? Reicht dafür nicht eigentlich schon deine Anwesenheit aus? Ja, hast du auch wieder recht. Es ist einfach immer so eine Sache mit meiner Anwesenheit. Kann ich das Eisen hier aus der Wand mit? Ja, schon die Höhle am Zuschütten, denn. Keine Ahnung, ich würde es einfach da lassen. Dani hat genug Eisen. Wenn es geschmolzen ist. Ja. Also, ich will den Block da mitnehmen. Ich wollte aber. Ja, einfach nur Holz, gut. Was macht ihr sonst noch in eurer Freizeit, außer auf dem Server zu sein? Warum muss jetzt so eine Frage kommen? So. Was halt so ansteht, würde ich sagen. Ja, war aber Freizeit. Frage. So, ich bin in letzter Zeit öfter mal draußen, also im Garten, und mach da ein bisschen was. Welche Projekte umsetzen oder sowas. Sonst großartig Freizeit, Beschäftigung. Der Server ist ja an sich eigentlich unsere Freizeitbeschäftigung. Ja. Auch wenn es manchmal echt stressig ist und nervig ist. Es gibt halt einfach ein paar Verpflichtungen, die sind halt einfach da, genau. Die können wir halt einfach nicht sagen, ja, okay, die wollen wir nicht, aber den Rest wollen wir. Das gehört dann einfach wie immer dazu. Also, das ist aber, glaube ich, bei jedem Hobby irgendwo so, dass du dann mal was hast, wo es dir Spaß macht, und dann wieder einen Tag hast, wo es dir keinen Spaß macht. Genau. Habt ihr euch schon mal gefragt, was für Tiere als Animagus. Was ihr für Tiere als Animagus werden würdet oder was euer Patronus ist? Gott, da habe ich tatsächlich nie den Test gemacht. Ich habe auch nie drüber nachgedacht. Wie viele 24-Stunden-Streams braucht es noch, bis das Meer um Hogwarts zugebaut ist? Zu viele. Eindeutig zu viele. Ja. Das Meer ist riesig. Wir sind teilweise mal ein bisschen drüber geflogen, und das Meer ist riesig, ja. Also hat Daniel sich sehr, sehr viel vorgenommen. Wenn man sich alleine mal überlegt, es gibt ja... Telefon klingelt, kleinen Moment. Ja, klar. Es gibt ja verschiedene Bereiche sozusagen. Einmal den Bereich. Oh, da fehlt sogar. Oder konnte ich da was setzen? Nee, konnte ich nicht. Gibt ja den Bereich auch hinterm Spawnhaus zum Beispiel oder so. Das sind ja alles irgendwie. Ja, noch, wo sehr viel mehr ist, und die Meere da sind gigantisch. Also, es war tatsächlich eine Überlegung, dass dieser Wobkobbel halt irgendwie aufs Meer kommt, aber dann haben wir uns dagegen entschieden, aus den gleichen Gründen, warum wir unter Azkaban das ganze Meer geschüttet haben, einfach weil hier dann ganz viele Wasserkreaturen spawnen würden und die halt nicht gut für den Server sind. Beziehungsweise unnötiger Ballast halt einfach ist, den wir natürlich versuchen, möglichst nicht zu haben, damit wir natürlich möglichst lange, möglichst viele Leute hier auch bespaßen können und nicht irgendwann vor Problemen stehen,
wo man dann sagen muss, ja, das hätten wir aber vor, ja, keine Ahnung, 10 Jahren angehen müssen, sondern dass wir immer sagen können, wir tun alles, dass wir auch in die Zukunft planen. Frühestens Anfang nächstes Jahr wird Azkaban zugänglich, Maxi. Das haben wir aber heute in dem Stream auch schon ein paar Mal erklärt oder erzählt. Wir müssen da halt einfach intern in dem System noch viel arbeiten. Und erst dann können wir Azkaban freigeben. Da bin ich wieder. Gut. Wo warst du zuletzt Ich habe zuletzt die Frage von Maxi beantwortet. Relativ neu. Weil ich habe den Chat nicht hochgescrollt. Wann wird das? Ach so, ja, gut. Hier war noch die Frage, ihr habt. Oder nee, das war eine Aussage, dann muss ich nicht vorlesen. Darf man auf dem Server eine Minimap nutzen? Wenn ja, welche Einschränkungen gibt es bei der Nutzung der Funktionen der Minimap? Ich dürfte alles in Regeln stehen, oder? Eigentlich steht alles in den Regeln. Wobei, ich könnte mir halt vorstellen, wobei wir das auch nicht so eng sehen, wir sagen eigentlich, dass Minimaps mit Spielerradars, also wo Spieler angezeigt werden, eigentlich nicht erlaubt sind. Aber wir lassen es durchgehen, weil was bringt sie einem groß, außer bei Hide and Seek vielleicht Vorteile oder sowas. Aber bei Hide and Seek ist es garantiert verboten. Das ja, bei so garantiert, sein. Da ist es garantiert verboten, aber. Bei vielen anderen Sachen können wir es leider nur schwer kontrollieren, ob ihr das jetzt anhabt oder nicht. Wir lassen es daher durchgehen, aber offiziell ist es laut den Regeln nicht erlaubt. Genau. Gefällt uns eigentlich die Arbeit als ZG? Ich würde sagen, auf jeden Fall, sonst würden wir sie nicht machen. Wie gesagt, das ist ja alles irgendwie freiwillig, was wir hier machen. Ja, und dementsprechend. Es ist klar, es ist viel Arbeit, viel Arbeit, was auch viele einfach nicht sehen an sich. Ja, vor allem, was heißt es viel, also man kann eigentlich es gar nicht... alles, was wir grob... Alles, also... Bis auf den Support, den wir teilweise noch mit ja, okay, der Support, aber ansonsten ist ja wirklich alles, wo man sagen muss, ja, wir machen so viel im Hintergrund, was niemand mitbekommt, damit dieser Server am Laufen bleibt. Das ist einfach... Ja. Ja, enorm. Was haben wir denn hier noch? Die Frage, wenn ihr ein Update habt für den Server, reichen meine 8 GB RAM vom Laptop? Also an sich, wenn wir ein Update machen, also ich schätze mal, du beziehst das jetzt auf das, was Nevio vorhin gesagt hat. Das werden hauptsächlich Plugin-Updates sein, also die werden euch nicht beeinflussen großartig. Also ihr werdet kein extra RAM auf eurem PC benötigen dafür. Es bleibt alles, also im Optimalfall bleibt nach dem Update für euch alles so, wie es ist. wenn wir den Zustand erreichen, dass wenn wir mit dem Update durch sind und für euch es sich genauso anfühlt wie vorher, dann sind wir glücklich, weil dann haben wir geschafft, was wir schaffen wollten, nämlich dass das Update perfekt läuft. Alles andere. Jetzt schon den ganzen Koppel von dem Stab hier? Nee, sondern. Wäre. Das gucke ich hin, aber. Weiß ich nicht. Also sollte dann wirklich irgendwann mal was sein. Also klar, es werden Bugs auftreten, viele auftreten und das schon, aber es geht vor allem um die kritischen Sachen. Wenn es kritische Sachen gibt, die wir halt vorher bei den Tests nicht rausgefunden haben, dann wäre das natürlich doof. Doof, ja. No.
Aber Daniel, warte, willst du ich hätte noch einen Satz drangehangen, gerade ja, im eingefallen ist. Bezüglich des Updates braucht ihr euch da echt überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir sind noch weit davon entfernt und für euch ändert sich rein gar nichts. Also braucht euch echt keine Gedanken machen, dass da irgendwie ihr dann nicht mehr draufkommt oder nicht mehr versteht, was los ist. Wir werden das auch vorher noch ankündigen. Wir müssen dafür eine große Wartung machen, was weiß ich. Also und komplettes Versionsupdate ist ja jetzt auch erstmal nicht geplant und auch nicht möglich an sich. Das ist an sich ein Ding der Unmöglichkeit für uns beide. Ja, viel zu viel Arbeit immer noch. So, jetzt darfst du. Bist du durch mit deinem... Ja, ich wollte diesen Satz halt mit reingegangen haben. Ich habe gefragt, ob Daniel auch mal bei unserer Teambesprechung dabei ist. Also eher selten. Ja, hauptsächlich, wenn irgendwas was ansteht, was auch ihn betrifft. Ja. Ansonsten kriegen wir das hier alles alleine in Anführungszeichen, ohne Daniel halt durch. Was macht das Bounty, wurde gefragt. Ja. Kisten verräumen. Vom alten Bob Cobble zum neuen Bob Cobble. Schon mal Cobble rübertragen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, auf was die Frage bezogen ist. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Lauretta, auf was war die Frage bezogen, weil ich gerade nichts finde. Vielleicht hast du auch nicht uns gemeint, aber ja. Musik ist aus. Oder doch nicht? Nee, ist nicht aus. Seid ihr eigentlich Fußballfans? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich kann mit Fußball nicht viel anfangen. Also es sind 11 Leute pro Team, die hinter einem Ball herrennen. Achso, die Frage von Lauretta war bezogen, ob wir das herausfinden. Also die Frage war, würdet ihr das rausfinden? Da ging es um das Spielerradar, ob das jemand verwendet. Sagen wir so, es gibt Möglichkeiten, das rauszufinden, aber die sind aufwendiger und deshalb werden wir sie im Normalfall nicht nutzen. Wenn wir aber natürlich. Also bei Hide and Seek ist das dann, wenn wir da mal Leute beobachten, dann ist das schon, wenn die sich bestimmt bewegen. Also da ist es ein leichtes Indiz, wenn die sich ganz klar bewegen. Also ja. Man erkennt es dann teilweise an der Bewegung. Und ja, an alle, die jetzt meinen, ja gut, dann bewege ich mich demnächst mit Absicht so normal, vergesst es. Ihr macht euch nur noch mehr verdächtig dadurch. Also das wäre eine einfache Möglichkeit, das wäre eine Möglichkeit, das zu erkennen. Also. Ja, zum Beispiel. Uns wurde gefragt, was das denn so für Beispiele an kritischen Sachen sind. Auf was bezogen? Wenn es um die Fehler begeht, wenn wir das Update machen, also kritische Bugs und sowas. Beispiel für die kritischen Bugs, das könnte eine lange Liste werden. Oh ja, der größte wahrscheinlich so ist, wenn die Datenbank-Connection nicht funktioniert, wenn die abschmiert oder sowas. Ja, wobei oder ich glaube, die einfach komischerweise weg ist oder sowas. Ich glaube, ich kenne da noch einen etwas größeren kritischen Bug. Und das wäre, wenn Hogwarts sich nicht mehr schützen lässt. Oh ja, das wäre oh. Wenn das Update da zu viel dran ändert und wir es... Eigentlich testen wir das auch hundertprozentig vorher, aber wenn das durch irgendwas anderes ausgelöst, das dann passiert, dann
wird es tatsächlich so sein, dass wir halt einfach den Zoll für eine Notwartung runterfahren, bis das behoben ist. Ja. Das ist dann halt einfach so, dass... und wenn es dann halt ein paar Tage dauert, dann dauert das ein paar Tage. Aber Hogwarts steht halt auf Nummer 1. Ja, Hogwarts ist bei uns Nummer 1. Wenn da irgendwas ist, dann... dann kommt... Boah. Ja, dann wurde danach direkt noch gefragt, kann es dann sein, dass man während der Zeit nicht auf den Server kommt, während dieser... Definitiv. Also während des Updates der Erwartung davon. Das ist ein ganz klares Ja. Ein ganz klares Ja, und das wird, können wir auch schon sagen, für mehrere Tage sein. Also dieses Update, genau, was wir da machen... Das wird nicht ein Tag sein, sondern mehrere Tage sein, weil wir so viel teilweise umstellen müssen. Ja, also wir haben komplett... Kann man ja sagen, eine Umstrukturierung intern, die wir da machen. Die und Daten gehandelt werden, ja, und gespeichert und was weiß ich nicht gerade. Und demnach ist in dieser Zeit nicht möglich, auf den Server zu kommen, weil der wird im Wartungsmodus gefahren und dann ist viel Hintergrundarbeit. Sollte vielleicht mal wieder produktiv werden, nicht die Zeit im Kreis rennen. Die gemacht werden muss. Haben wir denn hier. Wie viele Kisten gibt's im Neuenburg-Kobbel? Das könnte ich sogar sagen. Kein Plan. Ich kann nämlich hier alle Ebenen sagen und reindrücken. Und das sind 2544 Truhen und 1728 Redstone-Truhen. Sind zurzeit geplant. Ich wollte hier wieder auf die Ebene entschalten und drüber laufen. Es war klar, irgendeinen Vierer-Jump habe ich nicht geschafft. Das war so. Ah ne, es ist der Fünfer-Jump hier. Okay, deshalb habe ich nicht geschafft. Gehen wir auf. Also, was wir richtig arbeiten, werden wir nicht sagen. Wollen wir beide einfach nicht sagen. Weil uns das irgendwo ein bisschen zu weit in die Privatsphäre geht. Ja. Und als ZG bekommt man auch kein Geld. Das ist von allen Teammitgliedern ist es eine rein freiwillige Arbeit. Wir stecken da alle unsere Freizeit rein. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich was sagen soll, aber denke mir dann immer so, ja nee, das ist doch scheiße, wenn ich das jetzt sage, weil... Was geht's denn in deiner Aussage? Um einen Link in der Beschreibung, wenn du damit was anfangen kannst. Ach so, ja. Aber das kommt so scheiße rüber immer, aber... Das kommt, ist mir eigentlich egal, ob... Lass es einfach so sein. Wenn ja. Die Leute das wollen, dann ja, nein, es ist so komplett freiwillig. Wenn nicht, dann nicht. Sind neben Hide and Seek noch andere Spiele für den Server geplant? Direkt geplant würde ich jetzt mal so verneinen. Aber was kommt, wird halt kommen irgendwann. Also, vielleicht irgendwie kleinere Sachen aus 1600 oder 1600 in 1600 im kleinen Format oder sowas, solche Ideen halt. Aber sowas wie Survival Games oder sowas werden wir wahrscheinlich nie hinzufügen. Nee, das widerspricht dem Server. Ja, das wieder oder widerspricht auch der kompletten Vertrauensbasis mit dem Konzept, was wir hier fahren. Das funktioniert nicht zusammen. Das, Dass meine Kisten. Glaube ich, dir ein bisschen helfen kann oben. Ja, du kannst Schwarzeichenholz Treppen über Alma setzen, wo die fehlen. Ich war glaube ich, Schwarzeichenholz Treppen.
Bin mir gerade nicht mal ganz sicher. Ja, das dürften einige sein. Und ein paar Koppeltreppen und so ein Kram finden. Ja. Dann gucke ich mal, dass ich welche finde. Ja, mach das. Guck ich mal, dass ich nebenbei noch auf den Chat achten kann, wenn ich da irgendwie. Was ist der Unterschied zwischen Redstone-Drohnen und normalen Drohnen? Kannst du das beantworten? In welcher Form? Da kann man sehr vielschichtig beantworten. Also, ja, ein Unterschied ist. In der Funktionweise oder sowas. Also, in der Funktion. Ich hasse dich, Nova. Ich Nova. Ja. Und, upsala, das und lesen. Natürlich, wie bekannt, werden alle Spenden für die Weiterentwicklung des Servers verwendet. Ja. Und nicht für private Zwecke. Nein. Weil das ist für. Das, sowas finden wir persönlich doof. Deswegen wollen wir Spenden nur für den Server verwenden. Ja, also ist alles nur, wie es da steht, das ist nur. Was hat denn dazu geschrieben? Ja, gute Idee. Ich warte direkt ab. Boah! Lies erstmal das von Nova. Ja, schon mal danke an Loretta, aber wir kommen dazu. Novanion hatte geschrieben, weil ihr es einfach verdient. Ihr könnt echt stolz auf euch sein, Jungs. Ja, ich bin gut im Vorlesen, das hat man jetzt gerade gemerkt. Und Nova, 20 Euro sind zu viel. Du kannst ja nicht einfach 20 Euro spenden. Und dann noch einmal Loretta hat 10 Euro gespendet. Nochmal ein riesen Danke und Respekt für eure Arbeit für den Server. Hier eine kleine Bezahlung auch. Auch wenn ihr sie eh in den Server steckt. Ja, das tun wir. Darf ich weitermachen vielleicht mit einer anderen Frage noch? Natürlich darfst du weitermachen. Ja. Ist es bei dir auch warm? Warm? Ja, in meinem Zimmer ist es warm, das ist richtig. Also bei mir geht's, aber ich wohne auch, also eins meiner beiden Zimmer ist also auch im Keller, also. Ja, du Angeber, du. Von daher, hier unten sind es wahrscheinlich so angenehm mit 22 Grad oder sowas. Ups, ich wollte das sagen. Egal, ich glaube, ich habe die soweit alle gezogen. Da fehlt jetzt halt die Treppe immer. Da hattest, glaube ich, du gesagt, dass du dich drum kümmerst. Um die. Eine Treppe. Ich weiß wieder, was ich wollte. Ja, immerhin. Also, Ziegelsteintreppen habe ich, falls du die suchst. Ich weiß wieder, was ich wollte. Haben wir noch Steinziegel oder sowas? Naja, also mal ein paar Treppen schon sitzen. Ich kann zwar nicht alle direkt sitzen, weil. Oder doch, ich kann tatsächlich alle sitzen. Von den in den Zwischenräumen meinst du die Treppen? Ja, in den Zwischenräumen, da fehlen Schwarzeichenholz und hier vorne fehlt immer eine Dingsstufe, eine die anderen Stufen, die vorne raus gucken über den Laternen. Also über. Also weil, ja, wenn du es anzeigst, dann weißt du, wo ich meine. Ich kann das nicht erklären. Also das ist auch noch so eine minderjährige. Es wurde gerade gefragt, gibt es bei euch eigentlich keine minderjährige Siri-Stimme? Nee, bei uns gibt es gar keine Stimme. Meine Stimme ist volljährig und. Also ich glaube, es wird jetzt um die. Ja. Wäre vielleicht eine interessante Sache noch. Ja, muss ich mal überlegen, ob. Kennt sich da besser aus. Mann, diese Treppen heute. Hier. Sag's euch im Guten. Hier kommen Treppenstufen hin, oder? Ja, deshalb meckert der da. Ja, dann lass ich den da weg. Oh. 30 Grad auf dem Dachboden. 30 Grad auf dem Dachboden. Oi, oi, oi.
Komm, bei mir sind es gerade 28 Grad in meinem Zimmer, also pff, weißt du mich klagen? Soll ich mich nicht so anstellen, mit Spaß? Ich craft jetzt nicht zu viel Holz weg, irgendwie. Wenn nicht, wir haben eh genug gefarmt, ne? Ja, ja. Ansonsten gehen wir halt nochmal was farmen, das ist ja auch kein Thema. Ja. Also, wir wollten ja nur erstmal, dass wir in Ruhe bauen können. Genau. Das war die. Irgendwo habe ich die noch drin. Ich hatte da noch mit. Jetzt bin ich hier runtergefallen, aber ich kann gleich hochspringen, Gott sei Dank. Oh. So. Hier kommt auch wieder eine Treppe rein. Ich würde die Anzeigetafeln, die wir hier haben, die hier mitten im Raum schweben, für die Leute, die sich fragen, was das für komische Kobbel mitten im Raum sind. Das sind Anzeigetafeln, die Kobbel sind zurzeit nur Platzhalter. Die würde ich erstmal nicht bauen. Ich würde erstmal die freilassen und dass wir die dann entsprechend dann direkt richtig aufsetzen, oder? Dass wir die erst bauen, wenn wir hier fertig sind, oder? Ja, wenn wir das anrichten. So, ja, hätte ich auch gesagt. Das macht ja keinen Sinn, die da zu setzen. Ja. Da bin ich mehr mit mich durch den Raum bauen beschäftigt, als die Dinger zu platzieren. Was ist eure außergewöhnliche Nahrungsmittelkombi? Meine ist Erdnussbutter mit Marzipan und manchmal mit etwas weißer Schokolade. Außergewöhnliche Nahrungsmittelkombi. Uiuiui. Was sind das hier für Fragen? Also. Oh, da muss man ja sogar den Kopf anstrengen. Außergewöhnlich. Ich wüsste nicht immer, dass ich irgendwas Außergewöhnliches habe. Ja. Machen wir hier nochmal ein paar außergewöhnliche Nahrungsmittelkombi. Eieiei. Bestimmt gibt es da was, wo ich persönlich denke, oh, das ist doch vollkommen normal und andere denken sich nur, ja, ja. Aber wüsste ich halt nicht. Ich würde fast sagen, dass ich normal bin, also in der Hinsicht. In anderen Hinsichten bin ich nicht normal, das gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, in der Hinsicht, das, was halt nicht abgefahren ist, also normal halt. Normal halt. Ja, wie würdest du das denn nennen? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Aber aus außergewöhnlichen Nahrungsmitteln kommen, die könnte ich jetzt halt ehrlich gesagt nichts aus dem Stegreif ziehen. Also es gibt natürlich einige, von denen man gehört hat, wie Pizza Hawaii oder sowas. Pizza Hawaii. Das ist... Das, Ananas auf Pizza ist eine Beleidigung. Ja, einfach Facts. Das sind einfach Facts. Wie war der technische Zustand der Map, als ihr diese für den Server übernommen habt? Also an sich, wir haben ja erst später das Ganze übernommen. Ja, wir waren damit schon soweit, oder hatten wir nichts damit zu tun, weil das Carmen ja damals alles gemacht hat. Weil Carmen hatte ja damals, soweit ich weiß, die Map nur komplett reingezogen. Wir haben natürlich jetzt im Nachhinein jetzt noch so unsere Sachen gemacht, wodurch wir ein paar Dateien auslagern konnten, die nicht mehr unbedingt in der Welt drinne schwirren müssen. Ja. Also wir haben natürlich viel für den Performance gemacht und natürlich alle Downloads von den Maps sind natürlich bei uns einmal drüber geflossen und einmal wurden die von allen unnötigen Dateien befreit und so weiter und so fort, was genau, Daniel halt also, nie gemacht hat. Wenn ihr irgendeine Map downloadet von Hogwarts, dann dürftet ihr wirklich nur die Map bekommen und nichts weiteres. Ja.
Was wäre einerseits natürlich aufgrund von Gott, ich bin wieder runtergefallen. Einerseits natürlich auch von Grund auf der Dateigröße machen, weil die Map natürlich mittlerweile schon echt groß ist. Ja, ich glaube das letzte, ich glaube 1600 oder so waren, glaube ich, wie viel meinte ich letztens? 2 noch was Gigabyte oder so? 2? Ich dachte 4. War der Meinung, dass ich bei 2 irgendwas meinte. Unsere wöchentlichen Backups sind so im 15, 16 Gigabyte Bereich oder so. Ja, ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, die Map ist schon halt groß. Einerseits schmeißen wir halt wegen der Größe halt möglichst viel raus. Und andererseits versuchen wir halt natürlich auch alle möglichen Daten halt nicht mit drin zu haben. Also einfach so eine Online-Map zum Download anzubieten, da kommen natürlich auch jede Menge User-Daten mit, die in der Map-Welt gespeichert werden. Und die schmeißen wir halt alle raus. Genau. Nur was ihr halt, wenn ihr die Map downloadet, halt nicht dabei haben werdet, ist halt irgendwie ein Rucksackinhalt oder. Ja, ja. Das, weil ja. Diese Rucksäcke werden halt mittlerweile durch uns anders gespeichert, als sie üblich gespeichert werden. Dadurch werdet ihr den Rucksackinhalt nicht mitbekommen. Gerade überhaupt Sinn, dass ich wieder zum 30. Mal hochlaufe. Ich glaube nämlich, mir fehlen irgendwelche Materialien. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ja, mach das. Magst du die vielleicht ausnahmsweise mal beantworten, weil meine Stimme sagt langsam, halt mal die Gusche. Ja, klar, kann ich beantworten, wenn du mir sie nennst. Das ist die nächste Frage wäre, wie viel Gigabyte RAM benötigt man, um auf dem Server ein gutes Spielerlebnis? Ein gutes Spielerlebnis... Ich würde mal sagen, 8 mindestens für ein gutes Spielerlebnis. Ein sehr gutes Spielerlebnis eigentlich schon. 4 reichen. Warte mal, wie viel spiele ich aktuell? Ich spiele tatsächlich aktuell mit 2 GB RAM, also. Oh, okay. Überwiesen. Ich habe trotzdem, na gut. Und davon ist gerade mal 1,2 GB ausgelastet. Also ich könnte auch mehr. Also es würden wahrscheinlich auch 2 reichen, aber. Kommt da ein bisschen auf die aufs Alter von eurem PC an. Ja, und was ihr in Minecraft natürlich hier auf dem Server dann macht. Genau. Aber nicht nur RAM ist wichtig, um auf dem Server flüssig spielen zu können. Also ich hätte eher gesagt Prozessor. Also ja, Minecraft ist eher Prozessor. Das, ja, schon irgendwie. Eine gute Grafikkarte, also ich habe jetzt gerade meine Grafikkarte jetzt hier vom Stats her nicht offen, aber ja, die langweilt sich. Also das kann auch eine niedrige Grafikkarte sein, wenn der Prozessor einfach gut genug ist. Gut, meine Grafikkarte ist bei zwischen 10 und 25% circa. Ich habe ja auch noch nebenbei den Stream offen und... Ja, also ich nutze meine Grafikkarte, wird gerade auch ein bisschen mehr drauf haben, weil ich halt zum Codieren hier meine Grafikkarte nutze, weil der Prozessor halt für Minecraft sinnvoller ist. Aber Minecraft nutzt auch eine ganze Menge, also die Grafikkarte nutzt es trotzdem mit, weil bei mir... Ja, aber ich hab deutlich mehr Leistung in der Grafikkarte übrig als im Prozessor. Magst du hier an der einen Stelle vielleicht noch einen Kobbel setzen? Hier bei mir, du solltest deinen Namen irgendwo sehen. Ja, bei dir, ich sollte deinen Namen irgendwo sehen. Bin ich weit von dir entfernt. Da. Da noch einen Kobbel setzen. Ja, bitte. Ja, hau ihn komplett weg. Ja, irgendwelche Bots mal wieder. Dann einfach gelöscht die Bots und. Ja, kannst du. Wie gesagt. Komplett auf dem Kanal aus. Ja, blende komplett aus dem Kanal aus, der hat bei mir nichts zu suchen. Ja, true. Also, es wird zwar immer wieder neuer kommen, es sind halt Bots. Ja, natürlich. Und dadurch, aber, das aber auch hauptsächlich eher bei Streams, die ein bisschen mehr Zuschauer haben. Haben wir echt mehr Zuschauer? Dass wir in die Kategorie fallen, dass diese Bots dann kommen. Pff. Wir sind bei 80 Zuschauern, du. Bei 82 rum. Oh, ja, gut.
herzlich willkommen in unserem kleinen, aber feinen Stream. Die Frage, wie lange geht der Stream noch? So lange, wie wir wollen, aber ich schätze mal... Ich denke, die Etage machen wir komplett fertig. Oder? Ich denke, wir machen die Etage hier fertig sagen, heute. Die Etage machen wir noch fertig und dann... Du hast hier ein Holz vergessen. Ich habe hier jede Menge vergessen, weil ich nicht mehr alle Materialien dabei habe. Ah, sad. Also bei den Streams hier sind wir nicht auf Zeiten festgelegt, wo wir sagen, wir wollen nur so lange streamen. Wir machen einfach so lange, wie wir Bock haben. Und unsere Stimme ist ergeben. Da, wer nicht, der nicht. Ja. Magst du mir kurz mal 2 Holzstämme droppen? Bitte schön. Schön. Und der Stream bleibt auch online, also ihr habt immer die Chance, den Stream auch nachzugucken. Genau. Ich kann jetzt schon sagen, dass da eine Treppe hinkommt. Und deswegen habe ich die da schon hingesetzt. Ich gehe mir erstmal die fehlenden Materialien holen. Ja, was wird denn ausgeschrieben im Bautschit so? Ja, gut, Ding. Lost. Ja. Nein. Ich muss halt tatsächlich zu Rob Cobble die holen. Könnten wir gleich beim Bauteam vorbeischauen. Also wenn die Leute im Bauteam irgendwann keinen Bock mehr haben, ist das vollkommen okay. Ja klar, einfach Bescheid geben. Wenn wir nur Bescheid geben vorher, dann guck mal, geben wir den Leuten eine Gallion oder so? Gute Frage, ob wir Gallionen. Ich würde auf jeden Fall was Geld geben, okay? Das würde ich sagen. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie echt abkotzen, hier die ganze Zeit den Kobbel nur zu schleppen. sind denn alle überhaupt noch da? Warte mal, ich guck mal, / Baules. Ja, scheint so. Also sonst könnte man ja mal... Den ersten Stapel haben sie scheinbar weg, so gut wie. Von den Gewohnheiten sozusagen abweichen und einfach sagen, gut, wir machen einfach jetzt schon mal eine Bezahlung für die, die früher gehen wollen. Ja, genau. Die keine Zeit mehr also, haben. Ihr könnt ja vorher mal im Chat schreiben. Ich würde erstmal die Frage stellen, habt ihr jetzt den ganzen Stapel hier voll gemacht oder haben wir uns irgendwo verrechnet bei der Menge an Kobbel, der hier rein muss? Slash Wand. Gucken, haben wir uns verrechnet einfach nur bei der Menge an Kisten, die hier hin müssen? Eigentlich bin ich irgendwie nicht. Los. Eigentlich nicht, ne? Wir haben das ja eigentlich mehrmals. Haben wir uns wirklich einfach nur verrechnet? Warte mal, ich muss mal in den alten Wob-Kobbel gucken. Also, wenn wir uns jetzt verrechnet haben, ist das halt so. Peinlich, du. Dass wir die ganze Planung umsonst gemacht haben und dann sagen wir in den nächsten Stream, gut, großes Bauteam, alles wieder abreißen, wir machen nochmal von vorne. Wärst du, würde ich einen zu viel kriegen, ja, Nee, ist tatsächlich richtig gebaut. Ja, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon kurz Angst bekommen. So. Nein, hier sind... Hier kommt noch ein Block hin, da kommt Block hin, da. Das sind wieder Treppen. Wenn wir den Gallionen geben, legen wir die dann mit ins normale Gallionenlager oder was machen wir? Na, ich würde extra in unserem Special-Bereich da die Gallionen dann hinlegen. Ja, okay. Oder wir können überlegen, ob wir Gallionen nehmen oder ein anderes Item. Wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Das hier wurde gerade die... Kann man als Spieler irgendwas machen, damit es nicht so leckt, besonders in der Freebuild? Bei mir ist es besonders beim Besenfliegen so stark und liegt das eher an meinem Internet oder am Server? Ich schätze mal, ich würde sagen, teils am Server und teils am Besen irgendwo. Weil der Besen ist immer noch extrem schlecht programmiert. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Laune dazu, mir diesen Code zu Gemüte zu führen, weil ich da einen Anfall bekomme bei. Ja. Es gibt halt einfach Sachen, die sind halt einfach
Sag mal, du hast hier, sag mal, anderen. du machst auch nur alles mit einem halben Arsch, wa? Hä, ja, was hab ich jetzt schon wieder mit einem halben Da Arsch fehlt ein gemacht? Baumstamm. Wo fehlt ein Baumstamm? Hier hinten in der Ecke. Hier siehst du mich nicht? Bist du blind? Nee, ich hab dich nicht gesehen, weil ich eine Schematik vor meiner Fresse hatte. Da, da. Ja, jetzt willst du lassen, dass ich da einen Baumstamm setze, oder? Ja. Und was, wenn ich da jetzt keinen setze? Was machst du dann? Ist das ein Baumstamm? Also ansonsten. Also, was man machen könnte, damit es in der Vögel nicht so leckt. Chunks von Totoren, hätte ich gesagt. Das könnte man auf jeden Fall. Das könnte man machen. Und wenn es jetzt so um das Wohl aller geht, also auch Frames per Second und so ein Scheiß, dann würde ich empfehlen, halt sich sowas wie Chunk-Regeln zu haben, die Regeln, die wir aufgestellt haben pro Chunk, dass du halt nur X Menge an Hopper oder X Menge an Deco-Craft setzen kannst und darfst und was weiß ich nicht alle. Tut halt irgendwo alles im Server gut und irgendwo alles im Client gut. Also wir versuchen meistens irgendwie die Regeln so auszulegen, dass sie wohl für die User gut sind, als auch für den Server. Ja. Ah, komm, jetzt habe ich mich hier zweimal verbaut. Das darf nicht wahr sein. Den Elderstab werden wir auf jeden Fall nicht freigeben für normale Nutzer. Nein. Auch nicht nur zum Fliegen. Ich gehe mal kurz unten gucken, ob ich noch ein paar Kisten platzieren kann. Ja. Aber soweit ich gesehen habe, habe ich jetzt erstmal alle Treppen platziert, Kisten. Sagt mir doch zu. Ich brauche einfach Holz. Es ist schon wieder das Holz ausgegangen. Dann werde ich mir weiter Holz holen. Also an sich, ich habe an sich eigentlich nichts dagegen. Also ich habe eigentlich nicht großartig das Problem mit Besenfliegen. Also ist auch hauptsächlich würde ich sagen, Carmen die ein Problem damit hat. Ja, also ich habe auch kein Problem mit dem Besenfliegen tatsächlich. Das ist alles irgendwie easy. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber die Steuerung ist halt gewöhnungsbedürftig. Ja, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig für die Leute, die es nicht riskiert haben und nicht wissen, wie man den Fehler behebt bezüglich der Besensteuerung. Darf ich dir mal eine Aufgabe geben? Also bei manche, man sollte niemals die Steuerung der HP-Mod ändern. Es ist einfach besser für alle, weil dadurch zerschießt sich bei vielen die Steuerung, dass dein Game crasht komplett und auch nicht mehr startet wirklich. Hat Nerven irgendwie, Nova. Spielt er wieder LOL. Safe spielt er wieder LOL. wo war ich? Aber Leute, die sich auskennen, können es probieren, aber die müssten dann auch wissen, wie sie den Fehler beheben. Also es ist echt nicht zu empfehlen, die Steuerung zu ändern. Bei manchen funktioniert es aber, sagen wir es so. Aber es ist nicht zu empfehlen. Ich muss mal kurz was trinken. Ja. Nova, könntest du vielleicht in dem einen Kistenstapel, der gerade gefüllt wurde, wenn du Zeit hast, könntest du da vielleicht mal durchschauen, ob da wirklich alle Kisten voll sind? Also hier mal in jede Kiste reinschauen, wenn du willst, und einfach mal gucken, ob da noch Platz oder ob die alle voll sind. Vielen Dank. Jetzt trinkst du erstmal was.
Ah, okay. Perfekt. Meine Stimme geht gefühlt gerade rüber. Ja, deswegen sage ich ja. Ah, hier war noch. Hier ist nichts. Ja, habe ich jetzt auch festgestellt. Ah, schon besser. Krieg ich nicht mehr so komplett, als wäre meine Stimme komplett heiser, aber sie wird wahrscheinlich wieder so werden gleich. Ja, musst du halt ein bisschen trinken. Ja. Ich habe heute im Gegensatz zu den anderen Tagen irgendwie schon irgendwie ein bisschen wenig getrunken. Das ist nicht gut. Geht mir aber auch auf den Nerv, dass ich noch Treppen finde, dass ich die setzen kann. Nein. Hier vorne sehen. Ich sag's dir jetzt schon, dass morgen meine Stimme so RIP sein wird wahrscheinlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe halt echt, dass ich mir jetzt letztens am Wochenende nichts eingefangen habe, du. Das wäre echt nicht so geil. Nee, wäre gar nicht nice. Okay, perfekt. Warum bringe ich denn die Koppeltreppen weg, wenn ich die noch brauche? Das kann ich dir nicht beantworten. Heute dauert es, ich brauch mal echt ein bisschen länger, um hier voranzukommen. Ja, ist auch der schwierigere Teil des Ganzen. Unten war ja nicht so viel. Ja, true. Habe ich hier Treppen vergessen an der einen Stelle irgendwie? Wenn da keine Treppen sind. Alle, Mann. Oh, da fehlt eine Treppe. Ah, die Orde scheinbar nicht gesetzt. So, upsala. Oh, haben wir denn noch? Irgendwas. Gehen wir mal ein paar Staubbaumstämme holen und helfe dir mal beim Platzieren. Ja. Dann kommen wir hier vielleicht auch ein bisschen schneller durch. Ansonsten hören wir halt dann irgendwann jetzt bald auf und machen den Rest da beim nächsten Stream. Ja. Gott, dann kommen wir ja gar nicht hin mit unserer eigentlichen Planung. Naja, sagen wir so, wir haben zwei Farming-Streams oder anderthalb eingeplant, beziehungsweise haben eigentlich fast schon gedacht, also das ist der erste Stream, der überhaupt nicht im Zeitplan liegt, mit dem, das, was wir schaffen wollten, aber. Ja. Ja, dann haben wir halt das nächste Mal noch ein bisschen. Genau. Müssen wir gucken, wie viel wir noch machen. Abbauen. Geht mir jetzt auch echt lange mal auf die Nerven. Siehst du nur die vorderen Stämme oder was machst du? Ich ziehe alle Stämme, die hier auf der Ebene sind. Achso, na dann. Ja, hier geht's öfters mal runter. Was auch bloß. Ja, habe ich eben auch schon einmal festgestellt. Hier ist scheinbar noch anders gebaut. Was ist anders gebaut? Hier müssen wir ein bisschen was ändern. Warum? Weil da ein bisschen anders gebaut ist als auf der anderen Seite, obwohl es eigentlich gleich sein müsste. Oh, noch einen Fehler haben wir gemacht bei. Ja, aber nur so Holz, was du meistens, glaube ich, kaum siehst. So, ja. Das ist bei dir einfach noch nicht gesehen.
Hey, hier drüben ist das ganze Design noch nicht kommt. Bin ich irgendwie lost? Weiß ich nicht, aber du machst mir gerade ein bisschen Angst. Wir sind beide lost. Hier drüben haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht auf der linken Seite. Uff, wieso? Weil hier den Ecken zusammenhängt. So. Muss man sich darüber kommt, mehr angucken. Aber das ist tatsächlich irgendwie nur auf der Seite hier so. Weil du wahrscheinlich vorne den Stamm gesehen hast und dann wollten wir es so machen, dass man den von hinten, wenn du die Kisten anschaust, auch siehst. Ah, es kann sein, dass das gar kein Fehler, dass das hier einfach nur, dass wir uns hier zwischen Stamm und Steinziegel entschieden haben und hier haben wir die, haben halt die Steinziegel gewonnen an der Stelle. Könnte halt sein, aber ich habe einfach... Ändere es einfach überall. Ich habe es einfach so geändert jetzt irgendwie. So, was macht euch bei dem Server am meisten Spaß, also an eurer Arbeit dafür und so weiter? Ich rede jetzt einfach mal nur davon, was mich am meisten freut, wenn die Spieler glücklich sind und alles so funktioniert, wie es soll. Kann ich dann nur zupflichten. Das macht mir am meisten Spaß. Da bin ich auf jeden Fall voll dabei. Eigentlich, ja, für du. Weil so viele Aufgaben, die halt einfach doof sind, aber halt trotzdem gemacht werden müssen. Ja. Irgendwo macht auch alles Spaß, also es ist so eine Sache. Es gibt, ich würde jetzt nicht sagen, so was mir am meisten Spaß macht, könnte ich jetzt nicht direkt was sagen. Also es ist immer unterschiedlich. Also wenn ich jetzt überlege, was sozusagen. Oder ich sag mal, wir hier in der Entwicklung haben so ein paar Sachen, die wir halt sagen müssen, die müssen wir machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das sind einfach Sachen, die müssen sein. Und da haben wir auf viele Dinge halt einfach wirklich keine Lust manchmal, weil das auch wirklich echt... Ja, einfach nur für uns her. Ja, aber trotzdem ändert das halt nichts daran, dass das Dinge sind, die du halt eigentlich, ja, wirklich... machen musst, weil irgendjemand muss sie tun. Ja. Wir haben ja auch viele Aufgaben außerhalb vom Server, die jetzt, also sind an sich noch außerhalb von Minecraft, haben wir noch viele Aufgaben, die wir immer wieder erledigen müssen. So. Sind zwar nur ein Minecraft-Server, aber die Administration, vor allem als ZG, geht halt weit drüber hinaus. Also, genau. Was vor allem, eigentlich, also für uns beide geht es weit darüber hinaus. Ja, klar. Für deinen könnte man auch noch sagen, weil der muss bezahlen. Ja, genau. Aber da bin ich wenigstens happy drüber, dass er den Server bezahlt. Ja, und auch dankbar. Und auch dankbar, ja. Ich könnte es nicht aus eigener Tasche bezahlen. Nee, tatsächlich. Ich tatsächlich auch nicht. Wenn du so stotterst, finde ich das nicht so geil, weil das heißt meistens, dass du dich irgendwas fragst und irgendwie ein Problem hast. Mein Gehirn hat gerade pausiert. Gehirn stopped working. Ja, brain.exe stopped working. Kennst du es doch selbst so gut. Ja, zu oft. Warum heißt ihr Zaubergamott und nicht Hogwarts-Polizei? Warum heißen wir so, wie wir heißen? Warum heißt ein Stein Stein?
Ich guck mal an. Also Nova überwacht das ja so schön nebenbei. Fancy, da müssen wir dann nicht so drauf achten. Ja. Wir kommen mal in den Genuss von anderen Leuten, die etwas überwachen. Wir müssen es mal nicht selber tun. Ausgangs, ja, wobei, wenn man ganz streng genommen ist, hängt das aber gerade. Oder teile ja, ich aus? Bin. Ah, jetzt ist er wieder. Der Server hat gerade gehangen. Ja. Normalerweise muss man dazu sagen, fairerweise, dass es auch ein paar Systeme manchmal gibt, die uns bei der Überwachung helfen. Also wir sitzen da nicht 24/7 und kontrollieren, ob der Lüfter sich noch dreht, sondern... Irgendwelche Materialien wollte ich jetzt holen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Das kann ich mir nicht sagen. Wenn wir noch Steins... Warte mal, ich geh mal kurz überhaupt Kobbel und dann... Ja. Ich mir da mal ein paar Steinziegel-Slaps. Ja, mach das ja. Und ein paar Kobbel-Slaps, aber das ist auch noch hinterher, ne? Ja. Also du hast schon welche geholt. Nee, aber guck erstmal, was wir bei uns drin haben. Ansonsten leer die Kisten da. Da müsste ja, mehr als genug grad, rumfliegen. Ja, ich hab angefangen, die Kisten bei deinen draußen. war es eine große Ehre, als ZG ausgewählt worden zu sein? Also habt ihr euch da sehr gefreut? Ich würde nicht sagen, dass ich mich da gefreut habe, dass ich ZG bin, sondern ich habe mich eher darüber gefreut, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das zu machen. Und auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig oder in der Richtung was, aber dass ich das vor allem auch mit dir machen kann, das, was wir eigentlich immer machen wollten. Nämlich ja, das so, war ja schon... Ewigkeiten eigentlich unser Traum, sowas machen ja. zu können. Und das Coole ist, dass wir halt auch wirklich unsere Freiheiten haben bei dem, was wir teilweise tun. Ja, also klar, es gibt gewisse Regeln, aber mit denen sind wir vollkommen fein und ist alles vollkommen selbstverständlich eigentlich für uns, dass das diese Regeln sind. Also dass zum Beispiel Hogwarts immer Nummer 1 ist und genau. alles muss darauf ausgelegt sein, dass Hogwarts geschützt ist. Das sind für uns aber Selbstverständlichkeiten. Das klar müsste man das streng genommen unter Regeln zählen, aber für uns sind es einfach keine Regeln, weil wir das als selbstverständlich ja. nehmen. Und dementsprechend haben wir halt einfach so viele Möglichkeiten, die uns gegeben wurden, dass wir hier kreativ in gewisser Weise ausleben können, aber auch einfach das, was wir immer machen wollten, uns selber auch ein Stück was beibringen dabei. Also wir lernen ja auch sehr viel hier. Ja, wir haben sehr viel durch. Also seit wir am Server arbeiten, haben wir wirklich beide schon extrem viel ja. dazugelernt. Also das ist. Vor allem programmiertechnisch, meiner Meinung nach. Ja, also es gibt jeden Tag irgendwas, wo wir neue Sachen lernen. Also ich habe gestern tatsächlich, ja, heute war ich unterwegs, heute habe ich noch nicht programmiert, aber gestern tatsächlich auch wieder eine neue Sache in Java gelernt. Das ist, wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert, aber ja. Ich hab ein schönes gelernt. Dass du angeben kannst, wenn du aus einer Vorschleife, aus einer Weilschleife oder sonst irgendwas, dass du angeben kannst, wie weit der Break oder das Continue zurückreichen soll, bis zu welcher Schleife. Echt? Das kannst du angeben. Was? Das musst du mir später mal zeigen. Das ist richtig pissig eigentlich. Wahrscheinlich kannst du einfach als Variable übergeben in dem Break, oder? Ja, du kannst du musst einfach oben Ich zeig's mir einfach später. Also habe ich in einem Code, den ich durchgeguckt habe, gesehen und dann dachte ich mir so, wie soll das denn funktionieren? Das macht überhaupt keinen Sinn, was der hier geschrieben hat. Bis ich das dann irgendwann mal selber ausprobiert habe und gecheckt habe, was denn überhaupt passiert und das habe ich dann verstanden. Und ja, dann war die Erleuchtung da. Wieder was Neues gelernt. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt ein bisschen mal über die Fragen noch weitergehe, ich weiß nicht, wie lange die teilweise schon wieder zurückhängen. Wie heißt es? DA, Dorf oder Freebuild? Ganz klar Freebuild. Alles, was Daniel da erzählt, ist
Dicht, richtig. Ja. Hattest du jetzt Slabs für hier? Ja, aber nicht, also ich habe von, wenn du willst, kann ich dir ein paar Cobble-Slabs geben, aber ich habe nicht ultra viele mitgebracht. Wenn du willst, kann ich dir zwei Stacks abdrücken. Jetzt hätte ich was Stacken gesagt, ey. Ich bin ansteckend, nicht? ja, ich komme zu dir rüber. Soll ich dir auch noch Steinziegel-Slabs geben? Wer die denn gebraucht? Ja, kannst du, wenn du welche hast. Ja, davon habe ich tatsächlich mehr als Cobblestips, also. Ja, gut, dann bin ich auf meiner Seite drüben. Also, was Daniel behauptet, also selbst bei uns intern in verschiedensten Konfigurationsdateien heißt das Ganze Freebuild. Ja. Also. Der Befehl ist ja auch nicht DA-Doof, sondern /Freebuild. Also. Es gibt mehr Beweise dafür, dass das Ding einfach Freebuild heißt. Ende. Ja, genau. Und ja, Kam, wir sind immer noch live. Das, holt mal ein bisschen, ist vollkommen richtig. Noch ein bisschen länger als das letzte Mal, ne? Ja, ist halt so, dass wir hier ein bisschen... Ja, länger brauchen und nicht so schnell vorankommen, wie wir gedacht haben, aber kein Stress. Aber wir, ist gemütlich, finde ich irgendwie. Wir bauen einfach gemütlich für uns hin und erzählen und quatschen und beantworten Fragen. Ja, true. Also als Dorf kann man das auch nicht mehr zählen. Das ist richtig. Ja. Das ist schon lange kein Dorf mehr. Das müsste man schon fast als Großstadt oder... Eigentlich, oder theoretisch als Land sogar bezeichnen. Ja. Zap, zap, zap. Ich mir tatsächlich noch ein paar Cobble-Slabs holen, weil ich dir eine ganze Menge gegeben habe. Weil ich dir eigentlich den Großteil von dem gegeben habe, was ich mitgenommen habe. Ich habe nämlich 3 Stacks Cobble-Slabs mitgenommen und habe dir 2 davon in die Hand gedrückt. Ja, es tut mir jetzt natürlich leid, dass ich das alles mitgenommen habe. Hätte ich natürlich auch einfach alleine weiterbauen lassen können, aber... werden wir hier nie fertig. Nicht wirklich. Gerne wirklich heute noch diese Etage hier schaffen. Ja. Also ist halt die Frage, also ich würde weiß nicht, ob wir hier schon dann eine Decke draufziehen wollen, noch eine. Wir können uns ja die Hilfe dazu holen oder so. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Erstmal bauen wir das hier alles. Wenn die Leute gleich keinen Bock mehr haben, Kobbel zu schleppen oder sowas. Wir gucken einfach mal, wie das hier wird. Ja, genau. Wir bauen erstmal noch ein bisschen gemütlich. Wie lange haben wir für die Planung gebraucht für den Bob-Kobbel? Oh, einige Stunden auf jeden Fall. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, wie lang, aber ich weiß, dass wir, glaube ich, allein für die untere Stunde ca. 6 Stunden oder sowas hatten. Bin ich der Meinung? Also oder oben war schwieriger. Oh, unten, das oben haben wir. War auf jeden Fall länger. Unten, das haben wir eigentlich relativ. Im Vergleich zu oben schnell abgeschlossen. Aber ja, das ist eine gute Frage. So. Komm schon. Slabs wollen mich heute ärgern. Die Blätter sind nicht fest. Die sind noch nur eine Schematik. Sie sind eine Illusion. Ja, die Blätter sind einfach... Das Gras ist eine Illusion. Ehrlich gesagt finde ich es... Finde ich es auch irgendwie angenehmer, Sachen vorher zu planen und dann umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Klar, man hat dann zwar einen Plan und es ist weniger offen für Änderungen, die eventuell spontan entstehen könnten, wie bei Daniel zum Beispiel. Weil Daniel baut ja alles einfach so. Er baut einfach drauf los.
Ja, aber dafür finde ich, hast du auch. Ich wünschen würde, dass er einen groben Plan zumindest hat. Er muss ja nicht alles fertig machen. Nein, also, das, was wir hier machen, ist ja wirklich, wir bauen Block für Block nach. Exakt. Also, das ist natürlich eine völlig andere, ist das hier ein ganzer Block oder so eine Half-Slab da drin? Da kann man sowieso nicht jetzt empfehlen, die Blätter. Hast du wieder keine mehr? Ich hab mir nur noch mal zwei Stacks geholt, deswegen hatte ich jetzt keine mehr. Gut, das heißt, die Blätter fehlen. Da muss ich noch ein paar Treppen setzen gleich. Die Blätter fehlen noch, die haben wir aber alle mitgenommen schon. Ja. Also die liegen in der Kiste unten. Ich werde mir mal Blätter holen, damit ich... Gut. Magst du währenddessen mal irgendwie ein bisschen Fragen auf den Chat ja, eingehen? Ich lese gerade. Ja, erstmal gibt es sicher gerade keine Frage, die neu ist. Ich hatte da doch die Frage, wie lange glaubt ihr, braucht ihr noch für den neuen Kobbel mit allem drum und dran, also Kisten. Oh, volle kann überlesen, Entschuldigung. Gut, dass ich noch einen Blick auf den Chat habe. Ne? Ja, du bist auch da ein bisschen mehr drin. Ja, wie lange brauchen wir noch? Also ich denke, zwei Streams kommen mindestens noch. Also das ist sehr, sehr gut. Also, optimistisch geschätzt, würde ich mal sagen. Ja, deswegen mindestens. Also. Haben wir irgendwas verpackt oder so? Ne, hab ich nicht. Haben wir werden nicht durch. Ja. Oder haben die eine Ausrichtung? Die Leaves irgendwie. Es könnte sein, dass sie eine Ausrichtung haben, aber das ist uns ja jetzt. Ja, das bisschen. Das ist mir egal. Ah ja, stimmt, da muss ich... Hat das die Frage beantwortet? Weiß ich nicht, ob die Frage damit beantwortet ist. Ich hätte jetzt gesagt, ja, aber wir werden es feststellen, wie lange wir da noch brauchen. Keine Blätter mehr, oder was? Nee. Doch, hier hatte ich 22 noch gehabt, ups. Ja gut, dann habe ich die restlichen jetzt gesetzt. Das war noch eine Sache, wo gesagt wurde, beim Ravenclaw Tower und hatte Daniel ja einen Plan, einen groben. Und trotzdem hat er teilweise grandios verschissen, aber... Ja, es war halt auch einfach irgendwo sein eigener Schweinehund, den er nicht besiegt hat. Gesagt, teilweise, aber... Du hast nicht zufällig Treppen... Doch, ich habe hier die entsprechende Treppen dabei. Treppen habe ich noch Treppen. Ja, da drüben habe ich noch nicht fertig gesetzt gehabt, ne? Ja. Ich glaube, die werden so gesetzt. Ich gehe nochmal hier. Eine Ebene runtersetzen. Dann dir weiterhelfen beim Treppensetzen. Da hatte ich vorhin aufgehört und da hatte ich mit dem Holz weitergemacht dann. Ich glaube vor allem viel mehr Kobbel. Die Treppen, die habe ich nicht. Ah ja, die kann ich setzen. Da habe ich noch 52 bei. Ich muss da noch ein paar mehr Koppeltreppen setzen, ich weiß. Ja. Gut, dann habe ich davon jetzt keine Treppen mehr. Nein, das ist eine zu hoch. Nein, war doch schon richtig. Und beim Astroturm, glaube ich, hat er von irgendjemand noch eine Vorlage oder sowas. Ja, da hat er sich, glaube ich. Das war die von Daniel. Daniel Ravenclaw, glaube ich. Ja. Game Mode? Ja, da ist auch hier. Ja, genau. Ich wusste jetzt nur nicht ganz den Ingame-Namen, deswegen. Ja, der Daniel Ravenclaw. Irgendwann kann man sich nicht mehr Namen merken. Ja, komm, ein paar Spieler kannst du doch mit Sicherheit aufzählen. Ja, natürlich, aber trotzdem, teilweise wird es dann schwer, wenn sich Leute umbenennen und so. Ja, wenn sich Leute umbenennen, dann muss man immer wieder
arbeiten, aber man kennt schon, also ich kann tatsächlich, ich erkenne Leute wieder, aber wirklich dann die Namen zu wissen, und vor allem wenn die dann noch irgendwelche Zahlen und Buchstaben haben, dann puh. Oh ja, das, ab da wird's schwierig. So, ich pack mal das Zeug, was ich gerade nicht mehr brauche, hier runter. Nee, die Eulerei war Revona. Ja, der Astronomieturm war Astroturm war von Daniel. Und die Eulerei von Revo, oder? Ja. Ja. Ja, ich Schaden bekommen. Hat das Soldier gehabt? Oh, weißt du, was vielleicht cool sein könnte mal? Nee. Ein Look hinter, also eine Sicht hinter Hogwarts, also so die Bereiche, die halt aktuell nicht zugänglich sind und halt teilweise auch nicht ausgebaut sind oder sowas. Das könnte ich mir vielleicht cool vorstellen. Vielleicht interessiert das ja einige. Ja, würde ich aber heute nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Nee, nicht mehr heute, ganz klar. Und ich bann hier direkt noch jemanden. Jo, hau ihn komplett raus. Hopp, und direkt weg. So, das brauchen wir hier nicht. Exakt. Wurde die Nachricht da nicht gelöscht? Er sollte gelöscht sein, ja. Bei mir steht gelöscht dran. Ansonsten kam dürfte, glaube ich, gerade auch da sein. Die kann ja auch. Ja, ich hab ihn gerade direkt gesehen, als es angefangen hat, und hab ihn direkt gelöscht. Ja, ja. Auch an dich kam, kannst du komplett aus dem Kanal ausblenden, brauche ich nicht. Ja. Ist mir scheißegal, ob der Views bringt oder ob der mir irgendwie sonst sowas bringt, der kommt weg. Also, wer so eine Scheiße macht, der kriegt direkt einen permanenten Timeout. Das sind ja alles eh nur Bots, also. Ja, eben. Ich setze ich jetzt noch ein paar Kisten, dann kommen die Leute aber schwerer um die Ecke, ne? Kannst du schon mal anfangen? Ich lass die erstmal weg, kurz. Kannst du schon mal anfangen? Du brauchst ja nicht. Muss ja nicht alle bis vorne setzen, ne? Ja, ja. Ich laufe jetzt zum dritten und mach schon rauf. Ich stelle mich hier mal ganz kurz mit dieser Aussicht hier hin und trinke mal was. Das ist nach irgendwie drei Stunden langsam mal nötig. Stimme Ripp sein und so. Ich merke, dass ich ein sehr, sehr schlechter Alleinunterhalter habe. Microphone activated. Was würden wir gerne mal für den Server programmieren? Also, Frage ist sehr, sehr. Kann man nicht beantworten, weil wir meistens das programmieren, was wir brauchen in dem Moment. Ja. Und nicht das programmieren, was wir gerade unbedingt irgendwie, was wir gerne mal programmieren würden. Weil, wenn wir nur das machen würden, würden wir wahrscheinlich nicht vorankommen irgendwo. Nicht wirklich, weil wir dann immer nur irgendwie Teile machen, bis wir dann keine Lust mehr drauf haben. Ja. Und dann würde nie irgendwas fertig werden. Ja. Von daher. Ja, wirklich. an sich kann man das sagen. Wir würden gerne das programmieren, was wir gerade zurzeit die ganze Zeit machen. Könnte man eigentlich so nennen, weil das ist es eigentlich. Genau. Wann sind wir mit der Etage oben eigentlich jetzt? Ich denke soweit fertig. Ich setze gerade die Etage drüber, ein paar Crossings. Okay, ich höre jetzt erstmal auf, Kisten hier unten zu sitzen. Einmal runter. Oh, mein Husten geht mir so auf die Nerven gerade. Ja, das glaube ich. Oh. Will ich mal gucken. Jetzt nochmal. Nehmen wir hier noch den Deckel drauf oder lassen wir es heute sein? Ich würde den. Ja, weiß ich nicht. Also. Was hältst du davon, wenn wir den Glowstone vorsetzen und die Pistons schon mal reinsetzen? Oder zumindest die Pistons setzen oder so. Ja, da müsstest du aber theoretisch die Decke ziehen, damit du die entsprechend setzen kannst. Ja, ich werde mich um die Pistons kümmern. Ja, gut. Haben wir noch irgendwo Pistons? Nein, so, musst du craften. Ich habe jetzt irgendwie nicht so Bock, Pistons zu craften. Wie viele muss ich denn da
Oh, das sind einige. Materials. 28. Ja, mit der jetzt einfach aus deinem jetzt Lagerzeug, ja, aus Bob-Kabelzeug. Habe ich ja auch gemacht, um die zu craften. Ja. Daniel hat ja so wenig Eisen und so. Und alles, was wir hier verwenden, das kommt ja auch wieder in Warpkoppel rein. Wie gesagt, es wird noch einen nächsten Stream geben, wo wir das dann fertig bauen. Und danach werden wir uns um die Einrichtung kümmern, beziehungsweise um das, die Sachen rüberkommen. Das muss man halt alles nach und nach machen und alles mit der Zeit. Ah, wie viele Bots sind denn das noch? Meine Fresse. Long ich damit. Also irgendwie haben die es gerade auf uns abgesehen, wa? Ja, passiert halt. Was will ich machen? Ja, wir sind halt beliebt, wir müssen es positiv sehen. Benennen die sich einfach nur irgendwie um oder wie machen die das bitte? Ich denke, es sind einfach zehntausende Accounts. Die gleich heißen oder was? Ja, oder ähnlich. Das ist einfach irgendein Bot, der die erstellt hat, sozusagen. Gehe ich mal von aus. Wahrscheinlich, ja. Und der hat einfach durch einen Random-Generator die einfach alle gleich genannt. Oder wenn es durch einen Random-Generator gleich benannt. Ich kann auch nicht mehr gerade ausreden. Gerade ausreden? Schön, dass du gerade ausreden kannst. Hält den Bot direkt noch mal hinter. So. Genau, das meinte ich, warum ich keine Decke C haben will, weil jetzt muss ich die Decke hier ein bisschen einreißen, damit ich da an die Stelle dran komme. Ist der Name Bot eigentlich eine Abkürzung? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ist der Name Bot eine Abkürzung? Ich glaube jetzt nicht. Naja, könnte, also. Ja, es könnte. Abkürzung von Robot. Ja, aber das wird ja, Robert wird ja auch irgendwas bedeuten. Roboter heißt das dann. Robot heißt. Ja, okay. Ich dieses Wort natürlich jetzt auf Englisch schön verstören und falsch aussprechen. Aber nein, also ich hatte jetzt gerade irgendwie mit dem O und dem T hätte ich jetzt irgendwas in Richtung Operating Task gesagt, aber ich hätte T für Task. Ach also, so, in Bot, aber das B würde mir gerade nicht einfallen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Bin da tatsächlich nicht bewandert. Macht langsam auch RIP. Ja. Hören gleich auf. Ja. Ich will nochmal Kobbeltreppen fehlen. Zap, 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 zap. Ich denke, den Kobbel, den ich dabei habe, verbaue ich noch. Kam. Blöder ominöser Teilnehmer.
Ah, das wird nicht reichen. Okay. Ja, dann das sind die Pistons von der Seite. Dach gerade. Ja. Ja. Ich glaube, wir setzen die aber falsch. Müssen die. Ich würde die jetzt einfach erstmal so setzen und später umsetzen. Dann werden wir so richtig setzen. Ja, ansonsten können wir es auch lassen und das beim nächsten Mal machen. Also. Ich würde jetzt schon richtig setzen. Jetzt hat Ärger in sich gepackt. Also ich richtig falsch so in der Drehung, wenn man es versteht. Der Piston jetzt richtig gesetzt? Also richtig falsch gesetzt? Der Drehung. Ich habe nämlich gerade keine Lust, die mit dem Glowstone so richtig anders zu setzen. Hatten wir auch damals ja nicht gemacht. Ja, ja. Wir haben nur den Glowstone gesetzt und die Pistons reingesetzt gehabt, wenn ich mich falsch entzünde, ne? Sachen frei. Oh. Diese leere Kiste jetzt mal weggehen, geht irgendwie. Immer wieder rüber auf die andere Seite laufen, das nervt mich gerade. Immer wieder runterspringen muss, um die Pistons zu setzen. Ansonsten kann ich mir nochmal Kobbel holen und dann kann ich dir helfen. Ich setze es einfach nur alles, setze den Kobbel einmal und dann. Ich setze jetzt erstmal den Kobbel und dann setze ich im Nachhinein die Pisten. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist zu viel Content und der gute Herr hat nicht so viel Zeit, Baloo, dass der unsere kompletten Streams sich nachguckt. Das, oder währenddessen anguckt. Also. Ja. Also, der hat jetzt durch den Umzug sehr viel Stress hinter sich. Der Server leckt gerade kurz. Das kann durchaus sein. Also vielleicht wird er mal irgendwie reinskippen oder so, aber ich denke nicht, dass er da groß sich das alles anschaut, was wir hier labern. Das ist auch ein bisschen viel. Ja. Du hast nicht zufällig noch Treppenstufen aus Koppel? Nicht im Inventar. Ich glaube, in der einen Kiste waren doch vorhin noch irgendwelche. Ja, da bin ich aber gerade hergekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da welche drin waren. Entweder in der unteren rechten Kiste oder in der unteren rechten Kiste. Ich würde sagen, in der unteren rechten Kiste waren welche. Hast du einfach nur nicht gesehen gehabt? Doch, habe ich, aber ich habe mein Inventar schon so ein bisschen leergeräumt gehabt. So. Dahin sind noch 3 Blöcke mehr gesetzt. Zimmern wir jetzt hier noch den Deckel drauf oder was machen wir? Weil dann hätten wir die Etage an sich abgeschlossen. Wir jeden Stream eine Etage, beide Streams eine Etage geschafft an sich. Aber das würde dann halt locker nochmal eine halbe Stunde dauern. Also, wir können ja hier glaube ich, wir müssen hier einen Deckel drauf zimmern, wo drauf dann nochmal Glowstones hier in diese Decke reinkommen. Danach ist der Boden ja theoretisch drin. Ja, also ich hätte jetzt nur hier einen Deckel maximal noch drauf gezimmert, aber das war's dann. Es ist halt die Frage, entweder haben wir halt nächstes Mal, dass wir sagen, wir haben hier 2 Blöcke, die wir hochbauen können und haben noch mehr zu bauen.
Oder wir hängen halt noch ein bisschen dran und sagen hiervon, dass wir den Bruchstein, also die, weiß ich nicht, entweder wir hauen Deckel jetzt drauf und haben nächstes Mal nur den Boden, oder wir hauen das nicht drauf und haben halt die Decke und den Boden das nächste Mal. Mir ist das irgendwo Riddler. Mal gucken, wie das Bauteam vorankommt und ob das Bauteam überhaupt noch Lust hat, Kobbel zu schleppen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass. Fragen wir auch mal anders. Wenn überhaupt noch Lust weiter. Mal an die Zuschauer gerichtet. Habt ihr überhaupt noch Lust, uns hier weiter zuzuschauen, wenn wir jetzt noch eine Etage drauf, den Deckel drauf setzen? Oder sagt ihr, nee, macht doch besser im nächsten Stream? Um deine Frage zu beantworten, Baloo, das war eine Arbeit von irgendwie 5 Stunden, 6 Stunden. Also als ich dir die erste Nachricht geschrieben habe, dass, da habe ich dann angefangen, und als ich dir geschrieben habe, dass dein Account fertig übertragen ist, da war es dann zu Ende. Also die Zeitspanne hat es auch komplett ausgefüllt. Ja, ich würde mal sagen, die Leute wollen alle ins Bett. Ja, natürlich. Dann werde ich mir mal einen Schwung Kobbel holen und mal. Ja, ich auch. Haben wir hier noch in der Kiste was? Ich habe mir gerade den Rest aus den Kisten genommen. Ja, okay, du kleiner du. Ja. Nehme ich mir auch mal einen Schwung Kobbel noch mit. Und dann gehen wir noch einen Deckel draufsetzen. Jo. Beziehungsweise ich nehme direkt Glowstone mit, da kommt nämlich noch Glowstone rein, das weiß ich jetzt schon. Auf die Decke oben drüber kommt noch Glowstone, soweit ich weiß. Ich habe ihn jetzt trotzdem nicht genommen, Ende. ja gut. Hier, das sollte soweit gesetzt sein, alles. Das heißt, ich mache mal das hier mal verstecken. Fällt mir nicht jetzt alle 2 Minuten runter. Ist vielleicht ganz angenehm. Was hast du gemacht, damit du nicht alle 2 Minuten runterfällst? Sieht schematic aus, dass ich die nicht sehe. Achso, dass du nicht über irgendwelche imaginären Blöcke rennst. Ja. Das habe ich öfters mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, vielleicht im Chat, dass ich öfters runtergefallen bin, wieder hochgelatscht bin, ohne Sinn und Verstand und wieder runtergefallen bin. Aber ich schätze mal, wir machen jetzt nur noch hier die Ebene und dann lassen wir es auch für heute sein, wa? Ja, also. Langsam ist meine Stimme halt auch wirklich. Ja, wir sind ja schon seit 3 Stunden da und wir sind vor allem untrainiert, das muss man dazu sagen. Ja, wir haben jetzt 3 Stunden überschritten. 19, 30, 20. Ja, wir haben 21:30. Eieieiei. So lange, ach du meine Güte, der kam mir gar nicht so vor. Ja, aber wir machen das halt nicht die ganze Zeit und dementsprechend ist unsere Stimme halt gerade, oder geht sie Richtung RIP. Und da wir versuchen auch möglichst, mit den Leuten hier zu kommunizieren bei uns, haben wir natürlich das Pech, dass wir viel reden. Ja. Nee, kein 24-Stunden-Stream. Das hält meine Stimme definitiv nicht auf. Nee, meine gerade auch nicht. Also, als deine Stimme vorhin wirklich mal RIP ging kurz, da hat man sich meine Stimme auch gedacht, wie, Alter, seine Stimme geht, jetzt muss ich noch eine extra Schicht fahren. Bitte nicht. Also, ich spüre schon deutlich, dass ich viel gesprochen habe heute. Oh ja. Und das Schlimmste ist, Donnerstag geht's weiter. Ich habe maximal einen Tag als Erholung. Oh, ich finde die Streams eigentlich ganz angenehm, ehrlich gesagt. Ja, nein, alles gut. Und morgen wird meine Stimme auch wieder fit sein.
Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber man spürt es halt doch. Ja. Oh. Ja, genau, da wollte ich auch den Koppel hinsetzen. Oh, zap, zap, zap. Ah! Bist du runtergefallen? Ja, eventuell. Ich glaube, das war ein bisschen sehr laut. Ach, meine Ohren stehen noch. Was mit dem Chat ist, das ist so, solange sie nicht abschalten, ist alles gut. Nein, Spaß. Ja. Wer bei uns schläft, ist selber schuld, nein, Spaß. Also, würde mich mal echt mal interessieren, wie viele bei unseren Streams schon eingepennt sind. Keine Ahnung, du. Wäre irgendwie mal interessant. Schade, dass dafür keine. Ich habe letztens irgendwie jemand gelesen, der eingepennt ist oder so. Irgendwie einen Kommentar unter dem ersten Stream. Ja, da war irgendwann, aber ich weiß nicht, ob das wegen Nachtschicht oder sowas war. Das muss ich noch mal, mir nochmal durchlesen. Tut mir leid an alle, denen ihre Ohren ich gerade zerstört habe mit diesem. Ich muss mir einen neuen Kobbel holen. Vielleicht kriegen wir sogar den einen ganzen Stab hier. Ne, den kriegen wir nicht leer. Nur am Kolle sitzen hier. Aber es wird. Aber bei Reza tut mir das jetzt irgendwie nicht so leid, also ehrlich gesagt. habt ihr einen Ort in der Freebuild, welcher euch besonders gefällt? Das ist eine gute Frage. Es gibt halt Künstler hier in der DA, die in der Film bauen. Aber jetzt einen direkten Lieblingsort wüsste ich nicht. Also das Problem ist halt, dass ich meistens an einer Stelle in der Film stehe. Es sei denn, ich bin irgendwie in der Film admin-mäßig unterwegs. ansonsten stehe ich da in sozusagen meinem Büro und arbeite an irgendwas anderem am Server. Deshalb, so. Ich fliege zwar hin und wieder mal durch oder lass mir von Flo Geheimtipps geben. Habe ich irgendwie einen Kobbel falsch gesetzt gerade eben? Weiß ich nicht. Mach ich gehen. Eigentlich dürfte ich keinen falsch gesetzt haben, aber ich habe Treppen vergessen, fällt mir gerade auf. Also, ich sag mal, ich mache ja einmal im Monat, einmal in der Woche diese, Bilder auf Twitter, samstags oder sonntags, meistens sonntags, wenn ich vergessen habe. Ah, ich habe keinen Kobbel mehr. Und kann man ausblenden. Oh Gott. Und melden. Heute wieder schrecklich, ey. Was ist denn da wieder los? Die, 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 die,
Prügel mal wieder ihre Antibot-Dinger ausgeschaltet oder was? Ja, sehr wahrscheinlich. Mit. Nee, leider kann man die Bots nicht. Also, ich blende die ja schon dauerhaft aus, aber das sind immer wieder neue Chamber. Ja, ich kann mal gucken, ob ich da irgendein Tool finde, was. Was das automatisch löscht, beziehungsweise ob das nach Namen irgendwie gefiltert werden kann. Oh ja, das war nice. Die heißen ja alle gleich, wie ich das so sehe. Irgendwie gefühlt schon, ja. Wenn die nämlich alle gleich heißen, dann ist natürlich blöd, wenn sich da einer einen Joke draus macht und sich so nennt, aber der ist dann meiner Meinung nach selber schuld. Also die Person, ja. Dass die dann gesperrt wird, das ist dann Eigenverschulden. Ja, die Decke ist auch noch. Könnt ihr im nächsten Stream mal mit Cam zocken? Gibt ein ganz klares Nein. Also von mir definitiv nicht. Ja, von mir gibt es auch ein ganz klares Nein, weil ich keine Cam besitze. Und selbst wenn ich eine besitzen würde, würde ich es nicht tun. Jetzt mal die Ebene haben wir jetzt soweit fertig. Ja, sieht das soweit gut aus. Hier sind überall Pistons drin. Sieht zwar rot aus, aber es ist eigentlich richtig. Ja. Upsala, da habe ich jetzt einen Block gesetzt, egal. Frage von Marlina wurde noch gestellt. Wie findest du die Fotomotive für Twitter? Entweder indem der Herr Flo mich auf irgendwas aufmerksam macht oder weil ich durch die Fühlbild geflogen bin und dann das gesehen habe oder weil ich Dünnmap gestalkt habe und irgendwelche Orte gesehen habe, die vielleicht ganz cool aussehen könnten und ich dann dahin gegangen bin. Die drei Möglichkeiten gibt es eigentlich. Aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mal was einrichten soll in der Richtung, dass ihr mir Koordinaten schicken könnt irgendwie und dann gucke ich mir das an, ob ich da ein Foto von mache. Weil es ist tatsächlich Arbeit, Sachen zu finden. Ich habe auch viele Sachen in der Warteliste sozusagen. Also Sachen, die noch nicht fertig sind. Da warte ich halt drauf, wie sie weiter sich entwickeln, ob sie weitergebaut werden. Das könnte vielleicht gut werden, das könnte schlecht werden. Aber ich will halt keine halbfertigen Sachen, wo du halt wirklich noch Baugerüste siehst, halt hochladen. Das finde ich ein bisschen blöd. Während du da noch ein bisschen weiter redest, ja, erlaube ich mir hier mal meinen restlichen Koppel, den ich noch im Inventar habe, zu verpulvern. Dann würde ich sagen, wenn ich den verpulvert habe und ich weiß ja nicht, wie viel du noch im Inventar hast. Ich habe noch ziemlich viel im Inventar, also die Hälfte des Inventars ist noch voll. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich den noch verpulvern soll. Nee, ich habe nicht mehr so viel. Ich habe vielleicht noch 4-5 Stacks oder sowas. Ja, gut, dann platziere ich auch noch ein bisschen, so, umso mehr haben wir das nächste Mal frei. Jetzt ist umso mehr Zeit haben wir das nächste Mal, uns dafür zu überlegen, wo wir was einsortieren. Ja, das wird auch lustig. Jetzt mal, wir werden ziemlich viel planlos in dem Stream dann rumlaufen. Ja, und auch, glaube ich, nicht so viel interagieren können. Aber vielleicht können wir das irgendwie machen, dass wir das mit den Leuten zusammen planen. Das wäre auch cool. Oh ja. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also wir haben zwar ein paar Grundideen und wir werden dann nächsten Stream mal so unsere Grundideen äußern. Aber dann den Rest werden wir dann mit euch am besten, weil ihr seid die es ja auch nutzen sollen. Genau, es soll ja für uns mag es vielleicht in dem Moment klar sein, also selbstverständlich irgendwie sein, dass das erkennbar ist oder sowas, aber für andere kann es ja sein, dass es irgendwie nicht unbedingt erkennbar ist. Ja, ja. Von daher. Wobei, man muss natürlich auch sagen, dass Donnerstag vielleicht auch gar nicht so viele können. Stimmt. Also ich rechne damit, dass dann ab Donnerstag und auch vielleicht nächste Woche Dienstag sollte eigentlich wieder normal sein, aber... Ja, du hast hier, glaube ich, schon ein bisschen was falsch gesetzt. Hier muss ein Glowstone hängen. Ja, ich reiß die hinterher raus. Mach die Löcher mal frei. Ich hätte auch Glowstone Stark und dann wende ich die kurz noch rein. Dann setze ich dir die Glowstones. Ja, hier, ich nehme einfach alle.
Jetzt habe ich, weil, achso, M-Ball Festival steht ja an, genau. Wo die Leute sind. Vielleicht haben wir einige trotzdem Zeit, würde uns natürlich freuen. Ja. Aber wenn ihr keine Zeit habt, geht ihr gerade hier eine vertragliche Verpflichtung an, den Stream nachzuschauen. Nein, alles gut. Also wenn ihr Zeit habt, habt ihr Zeit. Wenn nicht, dann habt ihr keine Zeit. Das ist euch keine böse drum. Ach was, sag bloß. Wobei, der Flo ist manchmal böse. Nein. So, ich habe jetzt noch gleich einen halben Stack übrig. Oh, ja, ich habe noch ein bisschen mehr übrig. Ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell klicken, dann könnte ich auch schneller fertig werden, statt alles gleich wieder abreißen zu müssen, weil ich mich verklickt so habe. Out of Cobble. Ich kann dir ein paar Stacks geben, wenn du willst. Ja, dann schmeiß mal rüber, dann mach mal dein Inventar noch leer und dann. Ja, Sekunde, ich mach mal kurz 50-50. Dann, nein. Da konnte ich nicht jetzt Deck schmeißen. Oh, wie schön, ein Kobbel. Wie lieb von dir. Ach, das ist noch dein Zeug, was da übrig ist? Ja, plus halt jetzt hier den ganzen Kram, den ich noch habe. Ich hab dir Hälfte gegeben. Ja, genau. Ja, wir können ja schon mal währenddessen langsam Richtung Ende kommen. Genau. Donnerstag sind wir jetzt wahrscheinlich wieder 18:30 Uhr, wie ja, immer. Ja, geplant so. Also kann natürlich sein, dass das kann aber natürlich auch sein, dass ich komplett krank im Bett liege oder sowas, was wir mal nicht hoffen wollen. Das wäre nicht so nice. Aber das. Ich glaube, das wird schon. Ansonsten, ja, sagen wir den halt ab und verschieben den auf nächste Woche. Dann ist das so. Könnte ja vielleicht auch sein, dass ich alleine mit jemand anderem streame oder dass ich was. Also, wir werden dann nicht hier weitermachen, das machen wir beide. Aber genau, dass wir dann vielleicht was anderes machen, wenn du nicht kannst. Mal gucken. Ja, mal schauen, vielleicht ist. Mal gucken, wie es der geht. So ein Eintagesding, dass meine Stimme morgen wieder komplett fit ist. Ja, vielleicht. Oh, ich bin auch. Warte mal, den Kobbel, der triggert mich jetzt, der kommt dort hinten. Nice. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen so langsam zu Ende. Wir gucken mal nach dem Bauteam. Ja, stimmt. Ich würde denen langsam mal einen Stopp geben. Ja, die haben genug Kobbel geschleppt für heute. Oh ja. Sind einmal noch alle drei da? Einmal noch ja, lernen, was ihr jetzt noch dabei habt und dann. Ja, braucht ihr nicht noch mal rennen. Wobei, ich renne noch einmal, weil ich möchte noch drei Ziegelsteintreppen setzen, die gehen mir nicht auf den Sack, dass sie da fehlen. es tut mir leid, aber die muss ich da jetzt noch setzen. Und dann komme ich runter. Wir können es schon mal überlegen, was machen wir wirklich. Oh, ich hätte einfach eine Gallione gegeben. Also wirklich eine Gallione, jetzt nicht irgendwie ein Säckel oder sonst irgendwas. Suchst du ja aus, also. Ja, weiß ich nicht. Ich bin für alles offen. Sonst hätte ich halt gesagt, dass wir irgendwie ein Sickle oder sowas signieren. Ja, einfach, das hebt uns so ein bisschen von Daniel ab. Ja, true. Und gleichzeitig ist es. Also, es ist egal, ob wir eine Gallione signieren oder ein Sickle. Es ist beides was Besonderes und weil es von uns kommt und nicht von jemand anderem. Also, ich würde sagen, ein Sickle. Ja, gut. Jetzt muss ich das machen, oder? Ja, das. Gut, dann wechsle ich mal in Kreativ. Besuch einen Sickle. Und sage jetzt sein. So. Was schreiben wir denn darauf?
Ja, das ist natürlich jetzt hier der Input, ich fühle ihn. Was schreiben wir auf den Sickel drauf? Keine Ahnung, Hashtag Copy-Paste. Einfach Copy-Paste von Daniel irgendwie. Was weiß ich. Stellt euch eine coole Signierung vor. Man müsste ja tatsächlich einfach wirklich in Grau signieren. Einfach, weil hier nur Kobbel ist. Ich finde das, was Baxa gerade in den Live-Chat geschrieben hat. Vielen Dank für deine Mithilfe, würde ich vielleicht rausmachen beim NG-Stream. Hashtag 03 vom welcher Hammer heute. Vielen Dank für deine. Hallo, das bitte so mit. Mithilfe beim NG. Wollen wir da noch Kobbel dazu schreiben? NG. NG-Stream zusammen oder so? Keine Ahnung, so ist ja aus. So viel schön aus. Beim NG-Stream Kobbel 03 vom 2.8.2022. Ich wundere mich, warum ich Rucksäcke nicht kopieren kann. Aha. So. Rucksäcke jetzt so kopiert leer? Schön. Ja, aber Grau ist echt eine blöde Farbe, auch für SEO-Signierungen. Auch das ist zwar ganz lustig, aber. NG Cobblestream. Ja, das finde ich gut. NG Cobblestream. Ups, das war ein Cobblestream. Was für. Trink mal fix was. Ja, mach das. Ja, ich überleg grad, wenn wir das in 6 machen und das hier vom. Ja, es wird zu viel. Ich guck mir die mal an, wie die aussieht. Kann man ja immer noch neu signieren, also. Ja, eben. Also guck dir das mal an. Bist du so zufrieden, wenn wir die so rausgeben? Ich klaue mir die einfach mal aus dem Inventar, weil der Stream ist bei mir viel zu klein. Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist dann. Das ist dann heute mal das Gelb vom Neville Games. Mal gucken, ob wir irgendwann mal das Rot noch mit einbauen. Ich habe überlegt, das Datum vielleicht in Rot zu machen, aber das sah da irgendwie seltsam, glaube ich, aus. Ja. Wo sind denn die? Da hinten sind sie. Mal alle versammeln, jetzt ist da so an einer Stelle. Ja, zwei sind hier, die dritte Person, ist die noch online überhaupt? Ja, steht hinten drin, warte, soll ich einfach mal hertippen? Ah, die, ich glaube, sie kommt schon. Weiß ich nicht, also ist der Lebenswert, dass die Leute noch schuften, aber wir sind mittlerweile. Gut, dann würde ich sagen, einmal vielen Dank, dass ihr drei hier fleißig mitgeholfen habt und Kobbel geschleppt habt und natürlich vorher noch die Mauern hochgezogen habt. Und dann würde ich sagen, hier hast du deine, oder dein Sickel, muss man sagen. Es ist ja nicht deine Region, es ist dein Sickel. Ja. Und dann hast du hier auch deinen Sickel. Abgehoben fühlen, weil sie einen Sickel haben. Und du kriegst natürlich auch einen Sickel. Vielen Dank. Ja. So, und du meintest, es gibt jetzt noch eine Bezahlung. Ja, mach einfach wie Daniel, ne? Ja, wenn du so viel geben willst. Ja, sind wir mal großzügig. Ja, gut. Dann machst du, mache ich. Wer macht denn? Was, wie, wo, was machen? Die Bezahlung, ach, du hast schon gemacht. Ja, habe ich schon. Ich gehe mal zum Hogwarts-Innenhof, ne? Ja, vielen Dank für eure Hilfe nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, wenn ihr du hast dich gerade alles entfernt.
Ah ja, fuck. Egal. Einfach her. Ja, entweder durch die PC, aber ich glaube. Ich bin einfach viel zu lost heute schon. Ey, komm, wir sind auch schon seit 3,5 Stunden bald dran. Also bis wir Schluss haben, sind die 3,5 Stunden Marke erreicht. Also. Ja, bestimmt. Dann. Ja, ich kann ja nochmal durchgehen. Wie gesagt, hier unten mal zeigen, was das Bauteam hier gemacht hat. Nämlich diese ganzen Kisten hier. Sind die alle schon voll? Gottes Willen, habt ihr Arbeit gemacht. Die haben eine ganze Menge Arbeit geleistet. Also ich glaube hier die zwei hintersten Stapel sind komplett voll, soweit ich weiß. Hier wurde schon angefangen. Respekt, also. Guck mal in den alten Wurfpoppe. Ja, also. Ach hey, sieht das leer aus. Ich kann ja auch mal rüberkommen, Bob Kobbel. Hier fehlen Kisten. Jede Menge. Ja, so 3, 4. Ja, also. So, dann. So. Ja, der ganze Kram ist schon rüber. Und das ist gefühlt noch nicht mal die Hälfte gewesen von allem, was hier ist. Leider. Ja, hier sind Stapel hinter. Ja. Und dann sind da halt nochmal Stapel. Die noch gemacht werden müssen. Plus dann gibt's halt hier die anderen Stapel von anderen Steinen. Hm. Muss da alles nach und nach irgendwie rüber. Ja. Ich bin mal ganz kurz die zwei. Ja, mach da mal dich, falls Daniel zwischendurch aufnimmt. Wer weiß, wann wir hier das nächste Mal rein müssen in den Bereich. Ja. Ja, ich gehe nochmal zurück. Vom Kobbel. Langsam einen Abgang, weil meine. Ja, ich schaue mir jetzt nochmal in Ruhe das, was wir heute geschafft haben, an für die Leute. Das ist diese Etage. Mit hier den. Oder hier, diese Reihen, nee, da sind immer frei, da kommt nämlich Kisten hin. Hier, das ist der große Flur sozusagen. Hier, das ist ein größeres Abteil, wo. Zweimal das sozusagen drin ist. Von oben indirekte Beleuchtung, von unten indirekte Beleuchtung. Im Wandprofil immer Beleuchtung eingebaut. Und das haben wir heute, diese Etage, gebaut. Ja. Ja. Gut. Direkt nochmal. Schmeiß den raus. Und ich ansonsten. Okay. Und dann direkt nochmal hinterher melden. Ja, es wird heute wahrscheinlich auch keiner mehr kommen, weil wir hören jetzt auf. Genau. Ja, danke, dass ihr so lange dabei wart. Also, es ist echt nicht selbstverständlich. Und ja, vielen Dank auch für die beiden Spenden, die wir bekommen haben. Habe ich noch irgendwas vergessen? Keine Ahnung, nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Ja. Ja gut. Dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns voraussichtlich am Donnerstag, upsala, am Donnerstag 18:30 Uhr wieder für die letzten Runde 4, die letzten Sachen, die hier gebaut werden, und dann die Einrichtung wird auch in dem Stream sein. Je nachdem, wir weit kommen, ne? Ja, wir werden die nicht komplett fertig machen, die Einrichtung, das ist ausgeschlossen. Aber wir werden möglichst viel hier versuchen im nächsten Stream hinzubekommen, und ja. Du. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Euch einen schönen Abend. Und ja. Wenn du noch was sagen willst. Nö, Schimmel ist gerade. Dann. Ja, gut. Dann, auf Wiedersehen. Bis Donnerstag. We'll be right back.
Racing through the waves, I want to be where nobody.